Molo, du Timings hier. Es geht weiter mit Sons of the Forest. Das Game ist so heftig, eine 10 von 10. Was gab's zu gucken, fressen, Hoden? Eine richtig fette Portion Spaghetti Carbonara. So richtig eine große. Okay. Ja, ja. Ist natürlich geil. Da hat man aber auch Respekt vor, wenn man halt jetzt noch weiter streamt danach, ne? Weil eigentlich kann man sich da auch mal richtig schön 2 Stunden hinlegen. Boah, jo, stimmt. So, was gab's bei dir, du Sau? Ich wollte mir eigentlich einfach nur ein Brot machen. Was ist das denn? Ja, dann mache ich die Tür auf, dann kommt Freundin und Tochter nach Hause mit McDonald's, Alter. Oh. Einfach mit Mc's. Krass. Ja. Und okay, das ist nicht schlecht, Mann. Ja. Reapers hat da erzählt, dass es ein Holzlager unter der Zipline gibt. Ja, da passt doch dann nur 6 rein. Was passiert dann? Hab ich gar nicht erzählt irgendwie. Witzig. Aber was mache ich gerade? Du sagst, platziere da immer einen Holzstamm drunter, damit die nicht überlappen. Und überlappen. Nein, tut sie nicht. Sehen Sie? Omar, ich habe 2 losgeschickt. Kannst du schauen, ob die ankommen? Ja, kann ich. 1. 2, beide angekommen. Geil. Wie lange haben wir noch Bauphase? Boah, ich würde schon sagen noch. Ja, noch ein bisschen. Wir mindestens 40 Minuten. Okay. Boah, ich bin gerade am überlegen, wie ich mein Haus vergeiler. Irgendwie bin ich noch nicht so zufrieden. Ja, dein sieht aber echt schon schick aus. Ich hab grad rüber geguckt und dachte so, scheiße, mein sieht echt kacke aus. Ja, der sieht doch fast genauso aus wie meins. Ja, deswegen. Ne, alles despawned, das ist so ein Dreck. Echt jetzt? Warte. Bei mir ja. Ich glaube, ich helfe jetzt G-Time die Wand zu bauen. Oder? Ja, das ist geil. Wie baust du die Wand, G-Time? Rammst du die Stäbe einfach in den Boden oder was? Nebeneinander? Ja, genau, oder? Genau. Das ist ja super geil. Gibt's irgendwas, dass man wieder schneller an die Axt wieder rankommt, wenn man rumgelaufen ist und sie nicht in der Hand hatte? Oder muss man jedes Mal I gedrückt halten? Das wüsste ich auch gern. Und sind die immer alle gleich hoch dann, die Dinger? Oder wie funktioniert ja, das? Ja, wenn das halt schräg hoch geht, dann ist der natürlich immer etwas höher, ne? Aber ansonsten sind die immer gleich hoch und dann haust du oben die Spitze dran. Okay. Und wie platziert man die direkt nebeneinander? Gibt's da irgendeinen Trick für? Ja, hier. Oder machst du den? Du nimmst den einfach und dann, wenn du den dann daneben dran hältst, dann siehst du, wie der Kreis sich um den anderen drumherum bewegt. Zeig mal. Ich helf dir mal. Ich mach bei dir weiter. Wir ziehen jetzt diese Wand zusammen lang. Ich würde nämlich jetzt, guck mal. Hier, guck mal, du gehst jetzt hier hin. Und hältst dann unten so dran. Siehst du den Kreis da? Nein. Hast du das denn eingestellt oder hast du... Du musst den in die Hand nehmen? Jetzt seh ich's. Okay. Ah, nee, oder? Aber da ist nur ein... Ich kann das jetzt nur in eine... Ich kann das nicht irgendwo... Ich kann das nur in diese eine einzige Stelle platzieren. Nee. Du kannst das auch... Der Kreis geht da drum rum. Okay, jetzt raff ich's. Das snappt da nicht so wirklich. Kann ich dir kurz zeigen, wie ich die gern ziehen würde. Ich würde die jetzt hier gerne... gerade ziehen, so. Ja, aber das ist nicht gut, weil hier die Zipline im Weg ist. Ich wollte eigentlich diese Zipline jetzt hier so dran machen und dann kannst du hier danach so gerade ziehen. Ja. Ja, okay, dann machen wir zur Zipline hin und dann machen wir danach gerade. Ja, ich hole noch Stämme. Ich verbaue meine Stämme, die ich noch geholt habe bei mir. Okay, ich mache jetzt einen smarten Move, da könntest du auch machen dann. Max, einfach Stämme, diese Ständer, ganz viele unter dem Ding bauen. Habe ich gemacht gerade, guck mal. Jetzt können wir es testen, ob es klappt. Das ist kein ganz. Ja. Ne? Genau. Top. Wenn das nicht klappt, bin ich pisst. Hat jemand Holzstämme weggelegt? Nope. Oh, vielleicht habe ich ganz von mir. Digga, da lagen ganz viele. Hier lagen 4 Stück. Nee, ich habe nichts genommen. Ich guck mal, Weißborn. Romatra war's. Ich hab's 2 benutzt.
Mehr als zwei habe ich nicht benutzt. Kannst zwei von mir haben da drüben. Gut. Das klappt. Kannst zwei von mir nehmen hier drüben. Und Kopf ab. Da ist noch einer. Oh no. Deine Snap-Dings ist hier richtig doof im Weg. Hast du gerade einfach meine Zipline abgebaut, Max? Oh oh. Das hast du mit Absicht gemacht. Oh, das ist ja, das ist... Meine Zipline ist auch abgebaut worden, ihr Wichser. Was? Die steht hier doch. Was willst du? Die müssen wir jetzt abbauen. Ja, ihr müsst sie abbauen, hab's mir schon gedacht, ihr Assis. Sorry. Aua. Aber hat nicht jemand gerade gesagt, wir restarten, damit die Bäume nachwachsen? Oder habe ich falsch verstanden? Also ich sag ganz ehrlich, ich fühl's auch ein bisschen, dass der Wald hier so abgeholzt ist. Ich find's auch nicht schlecht. Nee, ich find's, wir haben dann so einen Rückblick auf unsere Ergebnisse. Ja, das ist echt krass. Das ist echt, ich find das echt, wir haben die komplette Wald vernichtet. Ich find das echt geil, wenn das alles weg ist. Ich hätte gerne, dass die Bäume nachwachsen. Okay, wir stimmen ab. Stimmen ab. Progress oder Schönheit? Was wollt ihr? Bro, wir haben noch den Progress, wenn wir unsere scheiß Basis sehen. Nee, das ist zusätzlich haben wir nur noch was. Wo geht denn jetzt das Ding hier lang? Das geht jetzt, guck mal, ich zeig's dir. Ganz voll, verfolge mich einfach mal kurz, guck mal. Hier im Chat, ach so. Nee, wir stimmen ab. G-Time und ich wollen, dass der Wald so nicht nachwächst. Sebo? Ich enthalte mich. Und dann hier. Boah, das geht doch nicht. Wir sind fünf Leute, wie kann man sich denn da so enthalten? Runde. Und dann hier. Okay, ich gebe Rumatra aber recht, Fische froh sind echt sehr OP. Ja, oder? Was ist OP? Hohe Fische sind OP. Die sind sehr OP. So kann ich hier keinen. Ja, doch, kann ich doch. Ich weiß nicht. Ich wollte eine neue Zipline. Oder wie viel Holz ich noch brauche. Ich muss wieder ein. Nee, scheiße. Du hast auch gar kein Holz mehr. Jetzt kann ich mal eine neue Zipline gerade bauen. Ja. Weil du so dumm warst und einfach meine Zipline abgebaut hast. Aber wie kriege ich denn jetzt hier eine Zipline gebaut, dass ich aus dem Wald hierher komme, wenn hier das Ding ist? Dann habe ich einen Höhenmeter nicht mehr. Wir werden wieder attacked. Attack hinten bei mir. Bau sie zwei hoch, deine Zipline. Geht das? Weiß ich nicht. Oder bau sie doch an deinen Turm. Dein Turm ist doch perfekt dafür, oder? Kommt das dann an? Pack das nicht weg? Das ist doch alles scheiße. Können wir auch mal eine Fort oder irgendwas machen? Finde ich auch geil, dass sie mir helfen kommt. Wo bist du? Ich renne. Hinten bei meinem Baumhaus. Leute, werden geradet, alle mithelfen. Werden wir geradet oder greifst du irgendwelche Unschuldigen an? Nein, hier sind vier Stück. Die geben komplett Rüstung, die Idioten. Jetzt sind ja wieder zwei rote und zwei normale. Wow, der kleine Wichser. Ja, guck. Ja, der blockt auch, die sind schlauer geworden. Die haben Rüstung und blocken auch. Ja, die machen uns nach. Was? Der hat mir so viel Ich raste. Oh, jetzt geht der stiften und macht neue Informationen. Der haut ab. Ja. Guter Fight. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja, dafür musst du jetzt zwei Holzstämme bezahlen. Ah, piss dich. Nein, das heilt gar nicht, das ist gelogen. Ich bin so ein Kackbogenschütze, das nervt. Ich bin so kacke mit dem Bogen. Ich bin so kacke. Oh Gott, ich hab noch nie irgendwas getroffen. Mein ganzer Chat ist voller Fragezeichen, so scheiße hämig. Das ist mein Lieblingschat. Das ist ein Zeichen. Wenn nur Fragezeichen sind, Alter. Das war auch Energy und nicht Heilungsgemisch. Und wie mache ich Heilungsgemisch mit welchen zwei Pflanzen? Also, du wolltest doch Energy, hast du gesagt. Ich dachte, Heilungsgemisch macht man irgendwie. Wie macht man Heilungsgemisch? Oh, das ist viel anders. Ich brauche jetzt aber erstmal irgendwie, dass ich hier wieder weitermachen kann. Ich kann jetzt keine Holzstämme mehr holen. Das ist doch shit. Warum? Weil beide Ziplines abgebaut worden sind. Max hat meine aus. Er baut doch einfach nur einen Holzstamm hin und macht eine neue Zipline. Hä? Ein Holzstamm, Bodenraum, fertig. Geht ja nicht. Warum nicht? Weil die Palisade jetzt hier ist. Ja, mach schon ein paar Kannst Meter du sonst mehr? Erstmal hinten bei dir anfangen, Rumatra? Wie? Dass du da hinten vom Fluss erst von dir wegziehst und jetzt hier noch ein Tor für uns lässt erstmal. Wir machen jetzt, warte, ich komme jetzt zu dir, okay? Nein, du lässt jetzt hier erstmal ein Tor einfach offen. Du lässt hier einfach mal fünf Platz. Und baust dann schon mal weiter. Ja, da werde ich aber meine Zipline dann auch hinführen, Max. Weil ich dann lässt du es 10 breit. Dann soll ich es ganz offen lassen. Nein. Nur solange wir hier sind. Solange wir noch so viel Holz brauchen. Na, Sebastian, wie läuft's?
Kann man die Holzdinger auch bergauf führen? Gut. Ja. Bitte? Ja, ich setz mich mal zu dir und ess was. Ah, ich bin schon fertig tatsächlich. Okay, tschüss. Später, tschüss. Hier geht's nicht mehr weiterbauen, G-Time. Boah, ich hab mal den geilsten Abgang hier. Doch, weiterbauen. Lass einfach nur da, wo das, das Seil durchgeht, lassen wir eine kleine Lücke. Fertig. Hey, wieso können wir nicht das Seil gegen die Wand machen, wie bei mir? Will er nicht. Wieso? Wir müssen doch irgendwie ein Tor bauen können. Nee, eine Lücke in der Wand will ich nicht. Das finde ich nicht gut. Ich auch nicht. B? Wir machen die Wand zu. Wir können ja die Wand zumachen. Und nur da, wo... Also wir machen das Ding komplett zu einmal und ziehen dann zwei Baumstämme raus, wo die zwei Ziplines durchgehen. Und dann, dann bauen wir, sobald wir dann fertig sind mit der Wand, bauen wir sie wieder zu. Gibt's nicht irgendwie einen Tor oder so, was wir machen können? Ach, glaubst du dran? An was? Ja, ob es hier ein Tor gibt. Gab's im alten Teil auch. Ich bin dafür. Ja? Wir wollen jetzt alle zusammen die Palisade. Oh, nö. Dann sind wir innerhalb von 5 Minuten fertig und sind für immer geschützt. Stimmt doch gar nicht. Die hauen da einmal gegen und dann sind die drin. Ja, nee, die können einfach sich durchschmeißen. Nee. So einfach schmeißen sie sich da nicht durch. Und eigentlich schmeißen sie sich lieber durch die Palisade durch als durch mein Haus. Oder nicht? Müssen wir das vielleicht noch verstärken? Von der Rückseite nochmal so schräge dran machen? Oh, das kann sein. Hast du den Bauplan von dem Turm hier abgebrochen? Nein. Warum machst du da nicht die Dings dran? Warum machen nur zwei von euch den Squad-Stream? Squaddy-Muddy? Soll ich euch einladen? Ist doch, oder? Lass uns Squaddy machen. Heute mache ich mit. Ich lade ein. Gut. Ja, und wen lädst du aus, wenn du mitmachst? Ich opfer mich. Ich will einfach nur die Palisade bauen. Ich opfer mich. Hab mich als erstes geopfert. Haha. Ja, okay. Ich hab das meiste Holz in der Base. Krieg ich dafür was? Kuss. Alle eingeladen. Mwah. Zugestimmt. Man muss doch irgendwie ein Tor machen können. Safe. Zwei Türen. Digga, verarscht mich das Ding. Es gibt sicher auch noch Blueprints zu finden. Also ganz sicher. Glaube ich nicht. Doch. Für sowas wie Tor muss es Blueprints zu finden geben. Weil das Bausystem ist zwar cool, aber das ist ja nur für so Basic-Strukturen geil. Also Minimum die Sachen aus dem ersten Teil als Gimmick oder so. Max, die Baumstämme sind übrigens meine, die hier hinten liegen. Weil die rutschen mal über die Zipline rüber. Was? Das hier sind deine Baumstämme, Rumatra. Ja, genau, die hier und auch die hier hinter noch. Weil die rutschen immer. Die Baumstämme landen entweder direkt an der Zipline oder rutschen hinten rüber. Siehst du das? Das heißt, die Baumstämme. Darf ich die hier mal eben benutzen? Benutze die alle. Du weißt ja, ich will was testen, weil mir hat jemand geschrieben, wie ich wahrscheinlich ein Tor baue. Ich glaube. Kann das sein, dass hier Bäume nachgewachsen sind? Die haben wir doch schon safe abgerodet hier. Ja, die kleinen Setzlinge, diese kleinen Bäume, die wachsen irgendwann. Ich hätte schon können, die haben wir alle abgerodet hier. Jetzt sind die ganz viele neue. Oh, brauchst du gerade ein Tor? Und die schwören. Es könnte jetzt sein, dass die Stämme erstmal kurz nicht da so ankommen. Wenn das jetzt klappt, wäre geil. Ich hab wieder so viele Stämme geholt. Hab mehr. Das ist geil. Das ist so geil gerade.
Warte mal, du hast doch schon halbe bei dir da liegen, ne, Rumatra? Ich nehme die mal testweise. Ja, mach mal. Das ist ja gigabefriedigend, dieses Abschlagen von den Spitzen. Es klappt. Wenn du die Mauer von zwei Seiten baust, kann es sein, dass ein Stamm am Ende nicht passt. Ja, das stimmt natürlich. Dann baue ich das mal da hinten weiter. Nee, das scheint aber nicht zu funktionieren, dieses Tor leider. Das sieht so verkrampft aus, was du da machst, Max. Achso, ja, dann bringt es nichts, wenn ich da jetzt was ranbaue, ne? Weil wenn du das eh gleich wieder abbaust, ist... Aber geil, dass es funktioniert, ne? Ja, ja. Das ist auch das letzte Stockwerk hier jetzt. Ich bin so ein holzfälligen Joe, Alter. Ist das geisteskrank. Wie das aber auch hier lappt, Alter, ist das geil. Gott. Ja, ich feiere das jetzt auch. Mega, ich habe so viel Holz hier. Wir haben eine Ladung noch. Wenn mein Haus dadurch nicht bald fertig wird, dann fress ich im Wesen. Sauer. Kann ich hier jetzt die Verteidigungsmauer auch anscheinend stabiler machen? Wie denn? Ach scheiße, ich habe aus Versehen den Baum dumpf abgebaut. Man muss dahinter irgendwie einen Querbalken setzen können wohl. Wie ich gesagt habe, cool. Ja, das Bäume fällen ist unglaublich befriedigend. Das ist ja hier nur die Konstruktion, damit ich hochkomme. Die werde ich ja gleich abreißen, dann habe ich ja krank viel Holz übrig. Die Konstruktion braucht ja gefühlt genauso viel wie der scheiß Turm. Wir haben so geisteskrank viel Wald einfach zerstört. In alle Richtungen aber auch. Ja, ja, so ganz krank. Bei euch ist alles kaputt, bei mir und Sebo ist alles weg. Ist nichts mehr. Vor allem, das Dumme ist, alles weg einfach. Das Dumme ist, wir haben uns gefreut, oh guck mal, hier haben wir eine große freie Fläche, auf der wir bauen können. Wenn wir einfach im Wald gebaut hätten, wäre das auch alles schon längst ja, weg, ja, ne? Ja, safe. Hm. Wir haben halt den See, ne? Das war noch der Bonus. Ich hab den See. Ich hab den See. Ich brauch den See. Wir ja, alle den See. Brauche ich immer nicht zu viele Bäume zu fällen, weil ich dann Angst habe, dass den einfach despawnt, der Scheiß. Ich setz hier schon. Also mit dem Tor habe ich es nicht hinbekommen. Okay, machst du schon weiter? Okay, ja gut. Ich kann dir das auch einfach bringen, immer, und du platzierst es. Ich weiß nicht, wie smart das ist. Ob das nicht einfach viel schneller ist. Das geht also richtig gut hier gerade. Ich tue das ganze Holz hier immer schön, dass das... Du weißt das ja, wie das einfach, dass es so, und so um, in einem Kreis dann um meine Base endet quasi. Ja. Weil dann bringt, dann holst dich ab und schickst dir runter und du verbaust es. Weil dann machen wir das jetzt einfach so. Und um den Eingang kümmern wir uns später. Weil dann sind wir da auch instant fertig. Das glaube ich ganz cool, wenn wir das zusammenarbeiten. Das überlappt zu viel. Das Geile ist, die Mauer ist auch schon hier bei Max lang gezogen. Seine Stämme gehen drüber. Und er kann selbst mit der Zipline einfach über die Mauer fahren. Das ist cool. Die Zipline können aber auch die Kannibalen nutzen. Nein, du hast den Chat spoilern lassen. Das hat bei mir auch ganz viele Leute gegeben. Nee, der hat sich von meinem Video spoilern lassen. Ah. Das ist G-Times Info-Video, sollten wir alle vorher schauen. Dann bin ich froh, dass es nicht geschaut hat. Ich hab gesagt. Hab ich gesagt. Ich sage, du kannst die nicht so schnell verbauen, wie ich sie dir bringe, die Stämme, oder? G
Doch, 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 ich krieg die schneller verbaut, ja. Also wenn du die... Aber nur die von Rumatra, ne? Meine, ich bin hier gerade richtig am Krampfen. Hier, deine sind, liegen da hinten. Rumatra okay, hat gesagt, ich, ja, die hinter seinem... Hinter seiner Zipline liegen, ja? Ja, ja. Der meinte, das sind alles noch seine das hier. Sind alles meine. Ja, ich sag nur, weil ich wein gleich. Das sind alles meine. Die ich da schlafen in 60 Sekunden, ne? Ja, machen wir. Einberechnen. Machen wir. Ja, sofort. Wir machen 60 Sekunden. Aber ich sehe auch, wie deine dahin fliegen immer, Rumatra. Ja, ja, das sind hundertprozentig meine. Die rutschen entweder vorne an dem Baumstamm ab oder. Ja, könnte sein, dass ich diesmal der Dumme bin, aber ist mir egal. 60 Sekunden hast du Zeit, dann bist du nicht der Dumme. Habe ich gesagt. Ich liege schon. Ja, bringt nichts. Ich liege. 2 von 5. Ich gehe bei Rumatra pennen. Das ist in Ordnung, dann komme ich jetzt auch dazu. Als letzter pennen, ich habe 60 Sekunden gesagt, alle sind jetzt schon da. Gut. Ich gehe bei Trimax schlafen. Trimax, mach Platz für mich. Trimax! Müsste Platz sein. Versuch Platz mal. Wow, du hast echt... Wow, ganze Seite für dich. Du bist krank. Bin ich der Letzte. So. Ich bin der Letzte gewesen. Oh, Dummkopf. Gut. Ja, aber was für eine Zeit. So. Okay, die letzten Breaths jetzt. Guck mal, ich hab hier so... Hier noch so, eins höher? Nein, oh, aber scheiße. Weit, ist das zu weit weg hier, G-Time, findest du? Oder ist das in Ordnung, wenn hier die Mauer dann endet, wo ich stehe? Oder ist das nur, zu ist weit doch kein weg? Problem. Ich wollte jetzt okay. Hier, guck mal. Ja. Abstimmung. So Moderatorenabstimmung, bitte. Damit das wäre super. Wenn du genug Platz zum Bauen hast. Das ist schon ja, sehr jawohl, hoch. Das ist eine geile hier Idee. Schön rumgehen und dann geht das hier so weiter. Dann bam. Bin ich jetzt so die Bäume am Fällen und danach können wir dann noch die Das ist höher als alles. Das ist hoch genug. Um eine Tür kümmern. Geil, ehrlich, nee, mal ein bisschen Teamplay hier. Nee, keine Abstimmung, das reicht, das reicht. Du kannst ja auch von also eins muss man sagen, ja, wir haben hier, obwohl wir uns manchmal ein bisschen fronten, trotzdem ein gutes Teamplay. Safe. Du kannst ja, wenn du Hunger hast, von meinen Fischen was nehmen, die ich hier aufhänge. Ja. Guck mal, hier hängen immer Fische. Sehr gut, ich nehme mir gleich. Aber warte mal, ich wollte deinen Trick ausprobieren. Mit dem Fisch auf den Boden werfen und dann wieder ja. Aufheben. Ja, der funktioniert 1000%. Oh, die sind aber noch, ja, ich kann die noch essen. Es ist geisteskrank, wie strong rohe Fische sind. Ja, ja, rohe Fische sind OP as fuck. Mein ganzes Haus wird so nach Fisch denken, weil ich die ganzen Fische in meinem Haus lagern werde, damit ich immer Essen hab. Kann man die Fische nicht einfach braten? Ja, aber dann können sie vergammeln. Hat jemand von euch noch halbe übrig? Halbe was? Was? Baumstämme. Nee, leider nicht. Hol dir doch eben einen. Ja, nee, manchmal hat man die übrig und dann so. Sind die verschwendet. Wieso? Es gibt einen Bug, dass wenn die vergammeln und du wirfst sie aus dem Inventar raus und dann hebst du sie wieder auf, dann sind sie nicht vergammelt. Und du kannst sie roh einfach essen, ohne sie zu braten. Das ist schon giga-OP. Also, ich glaube, stärker geht das nicht. Alter, wenn man geschlafen hat und sich voll frisst, dann kann man ja unglaublich schnell arbeiten. Richtig. Ja. Ich mach nur Viertelstämme. Und nicht soll's liefern, kommt. Ja. Schnauze da draußen. Ist so, die sollen mal jetzt richtig mit so 20 Mann kommen oder so. Aber auf nee. Uns, nicht auf die Gebäude. Die werden so auf die Gebäude gehen. Die hassen Zivilisation. Guck die doch mal an. Geh in der Zeit, wo du jetzt auch wieder welche noch nachliefern musst hier, ja. Geh ich hinten los und hole auch noch bei mir ein bisschen Holz. Echt? Okay, krass. Ja, ja, dann wenn ich gleich wieder da bin, dann tue ich das wieder verbauen, weil ich habe das jetzt alles weggebaut bekommen. Ich kann nicht platzieren. Warum? Alles weggebaut. Nicht mit Dach bekommen. Drüber, nicht mit Dach ja. Drüber. Ich kann, geht hier nicht. Sagen. So eine Kampfposition, wenn wir später irgendwie eine Sniper oder so eine Armbrust oder irgendwas haben. Jetzt geht's. Sie. Ich sehe. Das ist doch irgendwie scheiße, das ist eins zu niedrig, würde ich sagen. Also ich habe jetzt extra noch ein bisschen größer gebaut. Falls ihr alle drauf geht, könnt ihr bei mir hausen. Weil nicht übers Wasser kommen, meinst du? Ja. Im Winter kommen die zu Sebo. Ich glaube auch, im Winter kommen die zu dir, Sebo. Musst du dir was überlegen. Das ist nämlich zugefroren. Stimmt. Ja, aber jetzt hat er ja bald auch noch die Mauer mit um seine Base. Wobei, von der anderen Seite ist sie ja nicht so geschützt, ne? Nee, von der ich baue ja auch noch hier Mauer komplett.
Du baust nochmal eine komplette Mauer. Wie ja, weiß sicher. Ja, du das kannst. Wie willst du das machen bei dir, Bro? Einfach Mauern. Du willst um deine kleine Insel so drumherum eine Mauer machen. Ja, aber nur, also nur, dass wir zu, also die Zipline, diese Schneise bleibt. Die Zipline kann auch über die Mauer drüber gehen, ne? Ja, oder wir können so auch einfach später nochmal zwei kleine Türmchen bauen und dann so unsere Basen mit Türmchen verbinden, an die wir Ziplines packen und so. Wäre auch geil. Das ist ja krass, ja. Ziplines sind so krass. Wieso hat nicht jedes Game Ziplines einfach? Hat jemand mal getestet, wie weit das Limit geht? Das Zipline-Limit? Ja. Ich nicht. Nee. Umatra. Ja. Folgender Vorschlag. Wenn es vielleicht kein Limit geben sollte, wovon ich einfach ausgehe, dann lass uns bitte von dem Berg da hinten. Ja, ja, von dem Berg eine Zipline, eine Zipline machen. Echt jetzt? Welcher Berg? Den Eisberg, da kann man niemals hinlaufen. Oder? Safe. Der ist die Mitte der Karte wahrscheinlich. Ja, ja, der ist die Mitte der Karte. Wo, wir oder der Berg? Der Berg. Der Berg. Der Eisberg. Ja. Reden wir vom selben Eisberg, sondern ja, die Mitte der Karte, hä? Ich glaube doch. Never. Dann sind wir ja komplett am Rand hier, oder? Ja. Aber nicht so am Rand, wie wenn wir am Strand gewesen wären. Das ist krass, wie schnell du das Holz verbaust, ne? Ich bin dir dauerhaft Holz am runterschicken. Kommt das überhaupt an? Ja, ist kein Problem. Ja, ja, das kommt an. Ich tue das jedes Mal, wenn ich hier mit meinen zwei Stämmen zurückkomme, liegt da was und dann verbaue ich das wieder. Crazy. Kann man jeder nur eine Zipline haben? Wie? Nee, du kannst mehrere machen. Es hat auch jeder eine Zipline. Ja. Oh, jetzt kommt ordentlich was wieder. Ist fertig, hier ist fertig. Wie kriege ich meinen Bizeps voll? Ich glaube, bis jetzt hat noch immer keiner verstanden, wofür der überhaupt da ist. Ja, ja, der stöhnt die ganze Zeit. Der Bizeps? Nee, mein Mann. Dein Mann also. Ja, der schnauft und alles ist grün, nur der Bizeps ist leer. Ich glaube, die Bäume wachsen nach. Ja? Nein. Ja, der Baum hier wäre doch safe abgehackt hier. Nein, das war, früher hier. Das war früher meine Seilbahn. So, ich weiß es genau. Okay. Ich wusste, dass irgendwann der Moment kommt, wo jemand denkt, dass es der ist. Ja, okay. Und darauf war ich vorbereitet. Das ist doch. Also immer wenn man schläft, ist die Chance da, dass ein Baum nachwächst. Ich sag nein. Nein, also wenn es an ist, dann wäre es dann, wenn wir schlafen. Darum geht's mir. Der ganze Wald verschwindet hier. Einfach nur für eine Palisadenmauer. Ja, manchmal schlägt der Charakter so richtig schnell zu mit der Axt, ne? Manchmal ist der richtig auf Trab. Ja, wenn deine Ausdauer voll ist, hoch, kannst du auch richtig schnell schlagen. Richtig. Dann hat er keine Kraft mehr. Im echten Leben. Ey, yo, Pirate. Psst, ja, Pirate. Genau. Hey, Pirate. I need you for something. Der hintere Pfeiler dran. Ja. Nein. Das wollte ich nicht. Warte, jetzt muss ich nochmal sowas bauen hier. Ich sehe nur von hier oben den Progress, wie so diese Mauer ganz langsam sich einfach vorschlängelt. Das tut geil auch. Ey, das ist ja auch krass, wie viel du von der Mauer alleine gebaut hast, ne? Ja. Ohne dass dir wer geholfen hat, G-Time. Ich hab's die ganze Zeit gesehen, ob's gespürt. Ja, aber dafür habe ich ja kein schönes Haus. Das stimmt. Ich finde dein Haus schön.
Und GTM ist der wahre Teamplayer hier. Ich hab's schon immer gewusst. Ich hoffe nur, dass sie hier nicht so einfach am Ende reinkommen. Sonst würde mich das ganz, ganz traurig machen. Ich glaube, es geht halt nicht. Hier ist immer die Lücke. Ich glaube, es geht darum, auch das ein bisschen zu verteidigen. Also, ja, ja, aber ich sag mal, was richtig OP ist, ist die Kombination mit den angespitzten Stöcken. Aber die gehen halt sehr schnell kaputt. Aber die machen so einen Damage, das ist geisteskrank. Angespitzte Stöcke sind echt OP, ne? Aha, that's my shit. All the girls wanna be like this. Oh, ich hab sowas Geiles gebaut. So, jetzt kann ich den ganzen Scheiß hier eigentlich wieder mitnehmen. Ist das geil, ey. Jetzt kommen die Baumstämme hier echt in einem guten Tempo an. Ja, das ist geil, Alter. Wird auch immer effektiver, sag ich dir. Ich verbaue zwei und die nächsten zwei kommen schon an. Das ist geil. Aber so langsam muss ich die Zipline... Ach, scheiße. Manchmal baue ich... Manchmal... Also, dass man die Baumstümpfe one-shottet, ist nervig. Weil manchmal baue ich die einfach ab, auszusehen. Ja, ist mir aber auch schon ein paar Mal passiert. Geil, ich die ganze Konstruktion hier wieder wegbaue einfach. Aber das habe ich mir gestern auch schon gedacht, wenn der scheiß See zufriert, dann können die mein Haus einfach die ganze Zeit von hinten attacken. Das ist schon ein bisschen annoying. Und Sebo muss einfach noch um sein ganzes Haus so eine Valisade rumziehen, Alter. Das wird easy. Boah, ich glaube, du unterschätzt die Macht der Palisade. Also ich habt ihr bestimmt alle schon bekommen, Achievement 500 Dinger platzieren. 500 was platziert? Bomben. 100 Sachen, ja. Ja. Keine Ahnung. Also mich kann nichts mehr schocken, sag ich dir, wie es ist. Ich mag das sogar. Wenn du geschockt wirst? Nee, dieses Holz abhacken. Achso, ja, ja, das ist geil, das ist geil. Ja, es sieht immer aber wieder geil aus. Ich glaube, du unterschätzt es trotzdem. Das ist ja mein Punkt. Ja, aber wir sind ja ein Team. Kann ich den nicht abnehmen? Warum nicht? Warum nicht? Ja, komm doch mal vorbei und hilf uns ein bisschen bei der Palisade hier bei uns. Ich bin noch nicht mal mit meinem Haus fertig. Das auch? Ja, ich auch noch nicht. Aber ich will die Palisade mal. Oh mein Digga, Gott, die sieht schon richtig gut aus, die Palisade. Was? Die kommt, da wird gerade die Runde gezogen. Ich sehe das doch. Geil. Das dauert. Ey, Gita, guck mal, Gita, ich bin fertig. Guck dir den Überwachungsturm an, vorne an der Palisade. Alter, das ohne Witz, ich habe so ein geiles Lager. Guck mal, sogar mit einer Zipline auf mein Haus. Wir müssen auf jeden Fall die Palisade bei Reapers hinten noch da zu Ende führen. Das wird so geil aussehen. Das ist echt krass, dass wir... Digga, das Game kam gerade raus, das ist ja aus, als würden wir schon einen Monat zocken. Ich habe einfach eine Stadt gebaut zu fünft. Ja. Braucht man zu fünft eigentlich eine Stadt? Nee, safe nicht. Wir gehen gleich einmal los, da ist die Story durch und wir stehen hier. Wir sind fertig. Nee, ich will noch ein bisschen, also wir können ja noch die ganzen Sachen suchen, so die anderen Blueprints und so. Wir werden geraided! Oh, meine Ohren, holy, Alter, Junge. Laufen alle zu G. 5 Personen zu G. Okay, ich komme. Ich schick noch einmal. Ja, Holy. Hier sind die greifen, die klettern über die Mauer. Hat sich mein Beobachtungsturm schon gelohnt. Die sind drüber geklettert, weil die ist noch nicht oben angespitzt. Ach, dann können die greifen Romatras. Ja, ja. Der ist bei Romatra drin! Der ist im Haus, der ist in die Tür reingegangen. Der steht da jetzt. Ich schnapp mir den Wichser. Okay, lass machen. FBI, open up. Rein da. Piss dich! Ja, komm raus hier. Weg mit deinem Arm! Hopp. Wo ist der andere Wichser? So.
Hey, hier stimmt doch noch einer. Ach, der lebt noch. Wichser. Was war der? Verpiss. Alter, hier ist wieder so ein Uga. Unsinn mit seinem Arm. Er ist tot. Nice. Wieso immer mein Haus? Ja, die sind da jetzt noch rübergekommen, weil wir die Dinger nicht angespitzt haben. Jetzt mein Haus reparieren. Schade, dass man nicht sieht, wie doll kaputt das Haus ist, ne? Warte mal, ich hab einen Soundbug. So. Was ist das? Junge, ist das schnell voran? Und liegen hier noch Holz? Ich geh wieder hoch, ich schick dir noch ein paar runter. Das Geile ist, du kannst mit der Zipline hier wieder drüber. Ich sehe es, ich hab's okay gesehen. Ich bin da gerade so angekommen. Das ist krass. Ich helfe dir dann auch gleich beim Anspitzen. Und dann, ja. Bierdebug. Dann gehe ich noch kurz meine Stöcker farmen. Ja, Soundbug weggemacht. Geil. Sauber. Gut gespielt. Gut. Ich bring dir die Stämme, G-Time. Jo. Dann setz ich dir dran, danke. Romatra, ich helf jetzt auch mit. Ich bring die Stämme immer, G-Time. Aua. Oh, hab ich dich getroffen? Sorry, Alter. Ja. Nee, ich bin doch mal kurz raus. Ich muss essen, trinken, Energy, alles. Hab gar nichts. Hm? Du holst echt schnell die Stämme, Rumatra. Ich hol die verdammt schnell. Das ist geisteskrank, ne? Ich denk auch die ganze Zeit, hä, wie kann der die Bäume, die Stämme schneller ranholen, als ich das hier alles dran setze? Ich hab eine flawless Technik. Ich schlag die Bäume immer so, dass sie genau in Richtung Zipline fallen. Und dann brauche ich eine halbe Sekunde, um den Baum abzuholzen mit voller Energie und voller Power. Und dann brauche ich nochmal eine Sekunde, um alles zu transportieren. Ich überlege, ob ich noch so einen Turm baue und die dann mit der Zipline verbinde. Also halt weit weg irgendwie. Weit weg? Also nicht so weit weg, also ungefähr so weit weg. Vom Turm zu G-Times Baumhaus, genau den gleichen Abstand halt nochmal in deine Richtung. Der schon geil ist eigentlich. Du könntest auch ein paar, das wollte ich nachher auch noch machen, Samen sammeln gehen, weil wir brauchen viel, viel mehr Samen, wenn wir gescheit anpflanzen wollen. Ich hatte irgendwie 8 Chicorée-Samen, die waren da von einer Sekunde weg, als ich die eingepflanzt habe. Ja, das habe ich ja schon gesagt, das ist ja dieses gar nicht exponentielle Wachstumsding hier. Ach, man erntet das und dann ist es wieder weg, oder was? Komplett? Ja. Ja, genau. Du Scheiße, ich dachte, du musst immer einen aus der Natur. Nee, immer einen aus der Natur. Oh mein Gott. Sonst hätte ich doch schon so krank Blumenbeete eskaliert. Oh mein Gott, das ist ja gigabeschissen, hä? Das hat mir gerade mega den Spaß an Blumenbeeten genommen. Ja, ich weiß. Blumenbeete machen keinen Spaß, deswegen. So eine leichte Mechanik. Ich weiß nicht, warum man die immer kaputt machen muss. Ja, okay, geil. Dann keine Blumenbeeten mehr für mich. Ich hab extra gedacht, okay, ich baue da oben Blumenbeete, dann werde ich die jetzt einmal bestücken, dann sehen die wenigstens gut aus, wenn sie ausgewachsen sind. Genau wie bei Raft. Ja. Aus einer Banane kriegst du im Schnitt 0,9 Bananen. Das heißt, wenn du nicht regelmäßig aus Festland Bananen nachholst, hast du nicht unendlich Bananen. Wem soll denn der Challenge sein? Bro, wir haben einen NPC, der uns dauerhaft Fische macht. So, ich könnte nur von Fischen und dem Flusswasser hier reden. Ich müsste nichts machen, außer die Fische, die der mir bringt, zu essen und eh auf das Wasser zu. Das ist ja keine Challenge. Hab da finde ich es viel größere Challenge, ab und zu mal die Sachen zu ernten, zu platzieren und dann zusammen zu craften, bevor ich sie benutzen kann. Ja. Digga, was ist in den Kräutern drin, dass mir das so viel Energie gibt?
Geil. Wir sind gleich fertig, Romatra, wir haben's fast. Echt jetzt? Hat die das guck aber derbe schnell, ne? Ja, ich seh's, Alter, krass. Und wenn der Winter kommt, dann friert's zu und wir werden so gebacksteppt von denen, das ist so dämlich. Egal, dann wird das, die gehen erstmal auf Sebo, wenn der Winter kommt. Das ist gut, Sebo ist unser Leuchtfeuer. Ja. Gerne. Ja, okay, dann muss ich was anderes finden, was Spaß macht, außer Beete. Beete ist ein offizielles Spaßverbot. Ah, stimmt. Wenn ein Mutant kommt und ein Stab bei mir wegreißt, bricht mein ganzer Turm ein, ne? Kann sein, ich weiß es nicht. Mach doch noch Querstäben überall, oder machst du, geht das? Kannst du so fachwerkmäßig bauen? Oder, jetzt kommt ein krasser Call, mach um deinen kompletten Turm nochmal Spikes unten. Das dauert nicht so lange, weil der ja nicht so einen großen Radius hat. Dann kannst du überall Spikes einfach drum platzieren. Und du kommst ja eh mit der Zipline hoch, oder? Oder wie kommst du hoch? Yo, Alter, geil! Moment. Das ist geil. Fühle ich gerade, was ich hier mache. Ich fühle das Gewitter gerade. Ich fühle es auch. Wenn Regen sieht alles nochmal viel hübscher aus. Wir kommen gerade so krass voran als Team. Ja, also gerade ist wirklich eine kranke Leistung. Ich hab so viel Holz verbaut, so viel. Und brauch noch mehr. Alter, ist ja geil. Ich spitz die Mauer schon mal ein bisschen an. Na, da werde ich auch gleich mithelfen. Wenn sie nicht angespitzt ist, können sie rüberklettern und wenn sie spitz ist, dann nicht mehr. Yep. Aber kann man die Mauer nicht noch befestigen? Fertig? Die letzten Stämme jetzt. Oh Junge. Okay, dann komme ich gleich mal runter und schaue es mir an. Ich habe gerade wie ein Berserker Holz gefarmt. Geil. Ne? Also ich glaube, ich habe so viel Holz gefarmt, wie ich davor die ganze Zeit gefarmt hatte, weil ich wirklich nie zurückgelaufen bin. Ich bin hier nur einmal im Kreis gelaufen und habe alles abgeholzt. Ohne bauen, ohne irgendwas. Einfach nur Holz gefarmt. Kann ich runterkommen? Oder also sind noch genug da? Ja, ja, du kannst kommen. Okay. Wir haben so eine geile Base gebaut. Dein Turm sieht auch geisteskrank aus, Max. Ich bin echt doll die Base gebaut. Aber wieso ist der eine höher als der andere? Ach, weil da damit die Zipline lang kommt. Okay, cool. Lässiger Turm. Okay. Lässige Mauer. Oh, der das Turm ist hat genauso viel gebraucht wie die Unterstützungsscheiße. Back it again. Aber ich würde es geiler finden, wenn man halt noch so Felder hat oder wenn wir hier irgendwie noch Pferde halten könnten oder irgendwie Ziegen oder Schweine, keine Ahnung, irgendwas, dass wir irgendwas haben zum Verteidigen. Wir verteidigen ja gerade nur um des Verteidigens Willens, oder? Ja, was ist meinst du? Um zu überleben. Ja, aber überleben könnten wir, wenn wir die ganze Zeit Story machen. Ja, es ist halt so einfach, also man muss halt einfach sagen, das habe ich gestern zu Sebo auch schon gesagt, das Prinzip von The Forest, eine Base zu bauen, ist überhaupt nicht vorhanden. Das ist eigentlich in dem Teil, wenn man ehrlich obwohl ist. Obwohl das genau Geilste so ist, gefühlt. Ja, das Bauen ist geil, aber die tun diesem Wert, eine Basis zu bauen, der ist einfach nicht gegeben. Das stimmt, ja. Man braucht eigentlich keine Basis. Und es wäre halt geil, wenn man, wie Max gesagt hat, irgendwas zum Verteidigen zu haben, wäre schon krass.
Das ist ja hier sogar noch krasser, ne? Du kannst ja rohen Fisch mit dir rumschleppen. Ja, du ja. kriegst deine ganze Ausrüstung, wenn du in die Caves gehst, kriegst du ja sowieso eh immer die ganzen Rüstungsteile. Mit der Axt kloppen wir die ganzen Gegner weg. Also im Grunde genommen musst du wirklich keine Basis bauen. Du kannst das ganze Game einfach durchrushen ganz schnell. Trotzdem wird es die geilste Basis, die es gibt. Ich habe den nächsten Bug entdeckt. Du kannst, wenn du zwar doch, du kannst zwei Stämme auf die Schulter nehmen und dann kannst du unendlich viele Regale alles bauen. Du hast immer ja, Regale ist unendlich. Ja, ja. Habe ich auch schon gesehen. Man muss sie callen. Wenn was? Ich hab's nicht gehört. Du kannst, wenn du zwei Stämme auf der Hand hast, kannst du unendlich viele Regale bauen. Obwohl Regal kostet eigentlich zwei Stämme, aber es gibt irgendeinen Bug, weil der die spaltet und du hast zwei auf der Hand und keine Ahnung. Du kannst also einfach mit zwei Stämmen unendlich viele Regale bauen. Aber du kannst eh dein gesamtes Inventar auf ein Regal aufteilen. Hm. Ja. Das bringt dir keinen Vorteil, mehrere Regale zu haben. Jo, wir haben es geschafft. Guckt es euch an. Einfach. Ich fass es nicht. Wir haben eine gigantische Palisade gebaut. Ich guck mir das von oben an. Digga, das Game kam erst raus und wir spielen auf hart. Wir spielen auf schwer. Das hat doch noch keiner gerade, oder? Weiß ich nicht. So eine coole Base hilft nicht. Nee. Ja gut, bei Reapers fehlt noch, ne? Ja, genau. Da müssen wir das noch machen. Ich hab keinen Schutz, Jungs. Digga, wir haben hier so eine Stadt gebaut. Aber ich noch warum erzählt, eigentlich? Keine Bruder hat, geil. Alter. Sebo auf der Insel, geil auch. Hier stand ich letztens drauf und dann haben wir auf einmal gesehen, wie wir geradet wurden, wie die angesprintet kommen. Die kommen ja auch richtig angesprintet dann einfach. Das sieht aber auch richtig geil aus, wie die ganzen Bäume abgeholzt werden. Ja, wir haben echt so viel Wald weggehauen, so viel Wald. Krass. Sebastian? Ja? Bau bitte meine Köpfe nicht ab, die ich da platziere, du Wichser. Leute meinen, du hast meine Köpfe da abgebaut, die ich da platziert habe. Ey, du Wichser, ich dachte, da wäre vielleicht so ein Zeichen von den KIs. Nein, das sind meine Köpfe, die platziere ich. Ich mach vor uns ein riesiges Köpfefeld. Das ist mein Ach Plan so, ja noch. Gut. Und wie kommen wir hier jetzt raus, wenn ich raus will? Ja, das haben wir auch noch nicht so gut, ne? Nee, das haben wir irgendwie noch nicht rausgefunden. Ich würde es gut finden, wenn wir von Du kannst doch mit den Ziplines immer über die Mauer, Sumatra. Ja, aber dann bin ich ja hinten im Wald drin, oder? Nee, du kannst, glaube ich, mit Leertaste bei der Zipline immer sagen, wann du abspringen willst. Ja, das ist korrekt. Ah, das stimmt. Okay, guter Call. Okay, also wir drei sind fertig mit Bauen. Wie fertig mit Bauen? Also jetzt mit der Bau, wir hatten ja wieder eine Bausession von anderthalb, eine Stunde 40 Minuten. Ich bin nicht fertig. Ich auch nicht. Goldmasken-Oger. Ja, versuch mal mit der roten Maske irgendwie. Das muss ja klappen. Oh, er hat mich umgeschlagen. Dieter wird geradet. Oh, da kommen noch mehr. Ey, hier sind voll viele. Ich hole mir direkt den Anführer. Oder? Vorsichtig! Ja, du weißt ja gar nicht, was hier abgeht. Ja, das sind richtig große. Viele. Ach so. Scheiße, der Anführer ist verdammt stark. Ich kann nichts machen. Ich werde die ganze voll die Ausweichmoves hinlegen. Seid ihr denn? Der Boss hat mich zerstört von den Hilfe. Wir sind bei Max seiner Zipline, da sind die. Ich bin tot, ich bin One-Shot, helft mir doch bitte. Ich muss erstmal Cheetah helfen, oder? Ich hab den einen den Kopf abgeschlagen hier. Auch der Typ hat dich gewone-shottet. Der hat mich gewone-shottet. Oh, mich auch. Und gewone-shottet. Hä? Auch die Hilfe? Ne, ich schieß ihm jetzt einfach in den Kopf, ich hab mich eine Schusswaffe. Witzig, ne? Ich nicht. Guck, voll effektiv irgendwie. Hau ihn mal, der ist noch nicht tot, glaube ich. Doch ist er. Ist tot. Ey, Schusswaffen sind ja geisteskrank effektiv gegen Menschen. Der war's, der ist einfach tot.
Aber ich habe 80% meines Lebens verloren. Das ist nicht so geil. Ich hab auch so viel Leben verloren. So, und jetzt wollen wir wieder ein bisschen Story machen, oder wie? Ich kann mich noch ein bisschen beschäftigen. Hier. Ich kann mich beschäftigen, bis Reapers fertig ist. Das krieg ich hin. Ich brauche auch erstmal nicht mehr so lange. Raid, 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 geht los! Wo denn? Hä, hey, wurde doch gerade erst geradet. Was nee, ist da los, ja, Alter? Ich muss erstmal ein paar Fische sammeln. Direkt vor uns. Oh ja, ja. Da kommen welche. Digga, die kommen jetzt irgendwie immer öfter. Ich muss jetzt Pfeile machen. Spawnen die Kleinsteine eigentlich am Wasser neu? Gute Frage, die großen spawnen auf jeden Fall neu. Ja, die kleinen aber irgendwie nicht. Die Steinschleuder ist so scheiße. Ist aber witzig zu spammen. Du hast einfach jemanden tot durch Steinschleuder. Ist lustig. Oh, ich hab 3 Fleischbeutel, 3 Fleischlootbags. Gamble, gamble, gamble. Oh. Oh, ich hab eine noch nie aufgemacht, das mache ich gleich. Noch nicht einmal, Leute, hört ihr das? Echt? Das musst ja. Du einige haben eigentlich, ne? Oder die sind vollgelaufen und sind immer liegen geblieben. Oder so. Was ist mit dem Raid passiert? Ich bin weggelaufen, weil ich nicht konnte. Ja, was ist mit dem Raid wohl passiert, während du weggelaufen bist? Ich bin den alleine am Machen. Oh, Kacke. Öffnen. Lederbeutel. Da können jetzt aber coole Sachen drin sein. Noch eine Rolex, na gut. Das ist echt giga Assi. Ey, die haben's aufgeschlagen, Max. Nicht so viel Rolex craften. Nicht so viele Rolex craften, sag ich dir mal. Oh mein Gott, die sind durch. Wo denn? Hier vorne. Ja, die müssen wir irgendwie verstärken. Boah, GTM, du bist ja ein Macher unter Machern. Du hast die alle alleine gemacht jetzt, oder was? Digga, was? Er hat sich einfach verzogen. Er ist einfach gegangen, Rumatra. Du weißt doch, wie Trimax ist. Ich war One-Shot, Bro. Ist einfach abgehauen. Wow, ein One-Shot. Wow. Weaver. Also irgendwie ist die Mutantenrüstung, glaube ich, sau OP. Ich krieg gar keinen Damage gefühlt. Die ist auch instant weg. Also so OP ist sie dann nicht. Hä, bei mir haben die bis jetzt noch nicht zerstört bekommen. Ich war instant kaputt. Ich hab mich auch zu Boden geschlagen, dann kamen die anderen und haben mich angegriffen. Ja, ein Treffer, müsst ihr euch vorstellen, ist eine Rüstung. Eine Rüstung, fertig. Was ist das Beste, was aus dem Lederbeutel kommen kann? Kron? Weiß es nicht. Ist, glaube ich, ein bisschen zu random, die Frage, um sie zu beantworten. Wahrscheinlich Munition, würde ich sagen. Ich glaube, wenn du Munition da rauskriegst für deine Pistole, ist wahrscheinlich am OP-sten. So, Mauer ist wieder repariert. Sehr gut. Noch eine Rolex. Der Raid ist beseitigt. Wie mache ich mir die Heilerbsen? Heilerbsen ist geil. Geld. Geil. Danke. Münze ist mir erstmal gefunden. Öffnen. Pack-Opening im Game. Klebeband, Riegel, Draht, Auster. Öffnen. Aber guck mal, die sind an der Mauer abgeprallt. Wir haben sie vor der Mauer verteidigt. Aber ein Tor wäre trotzdem noch verdammt cool. Gibt's bestimmt. Mhm. Ich kann mir unmöglich vorstellen, dass das alles... Ja, ist, es gibt also ein Tor. Vorhin hat einer bei mir die ganze Zeit im Chat gespammt, aber den mussten die Mods timeouten. Der hat das so aggressiv gespammt. Das ist immer schade, ne? Dass die es nicht einmal schreiben können und dann lassen oder irgendwie so. Oder dann müssen die... Oh, Chicorée! Gut, dass der Lederbeutel nicht von EA ist, sonst würde jedes Mal 5 Euro kosten. Guter Call.
Da waren die letzten jetzt für mich, glaube ich. Dann können wir erstmal, also dann bin ich soweit. Bin noch lange nicht soweit, aber wir können gehen. du wirst damit auch nicht fertig, also doch, weißt, fertig. Also, ja, natürlich wirst du damit fertig. Her. Wenn du, ja, du siehst, dann, aber wenn wir jetzt warten, bis du fertig bist, dann vergeh nochmal das Fleisch. Weißt du, was ich meine? Also, du wirst damit fertig, aber jetzt nicht schnell. Ich bin super rich. Gefällt mir. Ich sag, eine Stunde brauchst du noch mindestens. Nee. Ah. Dafür bin ich zu weit. Nein. Quatsch. Quatsch. Geil. Okay. Schlafen gehen, los geht's oder was? Ihr Pappnasen. Schlafen gehen, was, jetzt schon? Jetzt? Und dann los oder was? Ja, ihr wollt jetzt? Ja los. Ja, lass schlafen und dann machen wir ein bisschen Story. Yep, Deal. Hier als Zweiter, geil, da war einer mal vor mir, finde ich richtig gut. Machen wir uns eben noch schnell voll, ne? Essen, trinken und dann... Ja, nachdem wir geschlafen haben, ne? Nochmal. Ja, nachdem wir geschlafen haben und gleich speichern. Ich esse auch nochmal was, damit ich richtig fit aufstehe. Quatschig. Erst schlafen. Oh. Ich kotze. Gut. Das hat ja funktioniert mit dem Essen. Ne, erst essen, dann schlafen. Tatsächlich. Nochmal schön vorm Schlafen gehen kotzen. Ja, ich hab einen verdorbenen Fisch gegessen. Oh, ich wünschte, mein Bett sähe nicht so scheiße aus. Das nervt mich irgendwie, dass das so ein Müllbett ist in meiner geilen Bude. Ja, dass man da nicht so Fell und so drauflegen kann. Ja. This place isn't so bad. 25 Von days. Von einem Elch zum Beispiel. Von einem Elch. Ja, ein Elch. Oh Mann, ey. Die sind halt so schnell, die kommen wir halt nicht ran. Wie kann man die denn verbessern noch? Was meinst du jetzt? Und man kann die auch doppelt machen aneinander. Man könnte auch zwei Reihenpalisaden machen. Ja, man könnte auch drei Reihenpalisaden machen. Boah. Also, dass der Typ hier dauerhaft am Angeln ist, ist ja der der überkrasse Übershit. Schräg ransetzen, der geht nicht. Leider kann man nur drei Raw Fish haben. Wo ist eigentlich die Frau? Oh, die war lange nicht. Ja, Mann, die hat meine Knarre geklaut, Alter. Das stimmt. Was ist, wenn die tot ist? Die haben wir echt höllenlange nicht mehr gesehen. Die haben wir echt ewig nicht mehr gesehen. Vielleicht kommt ihr nicht rein wegen der Palisade, aber das glaube ich was nicht. Was ist, wenn wir ein Loch in der Palisade lassen, wo die absichtlich durchgehen und da bauen wir dann 20 Fallen hin, dass die tot sind instant? Sind die so schlau, dass sie das Loch in der Palisade suchen? Ich glaube ja. Ich habe das Gefühl, die rennen einfach irgendwie gegen die Palisade, wenn sie die Chance dafür kriegen. Wie so. Viele Fische könnt ihr tragen? Drei oder fünf? Drei. Ja, nicht mal fünf? Das ist echt frustrierend, ich weiß. Also ich möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ein roher Fisch bringt genauso viel wie ein gebratener Fisch. Und wenn du einen gebratenen Fisch hast oder einen vergammelten Fisch und du legst ihn aus deinem Inventar, ist es automatisch wieder ein roher Fisch. Genau. Warum sind rohe Fische besser? Das verstehe ich nicht. Die ballern übertrieben Nahrung rein. Du musst mal einen essen. Das ist ein Bug einfach. Die geben einfach genauso viel Nahrung. Also du hast einen vergammelten Fisch, einen gebratenen Fisch oder einen rohen Fisch. Der wird vergammelt, schmeißt ihn raus. Er ist roh, isst ihn, ist wie gebraten. Genau. Das heißt, egal was du für einen Fisch hast, musst du ihn aus deinem Inventory nehmen und dann direkt essen und du bist komplett voll. Ah, das... Das ist ein angenehmer Bug. Genau. Das ist ein angenehmer. Finde ich auch. Ja, okay, dann geht's jetzt los. Jetzt. Ja, jetzt. Let's go. Oh, wir haben auch Herbst mittlerweile wieder. Okay, zu welchem Dings wollen wir hier? Das, was bei mir da in die Richtung ist? Ja, lass es mal. Da konnte man ja noch schaufeln, ne? Ja, ja, schaufeln. Also zu G-Time jetzt hin? Mhm. Ach stimmt, ich hab dir eigentlich den GPS-Tracker gegeben. Kann man den nutzen hier, die Zippy? Schau mal. Oh nee. Ich bin in die Palisadenstacheln gerannt, ich hab kein Leben. Ich könnte weinen.
Also da kann ich meine Heilkräuter, wie sind sie wieder full life. Wird wieder Herbst. Ist geil. Dann bald wieder Winter, juhu. Ist alles cool, Sommer ist auch cool. Ich feiere selbst, also generell so Jahreszeitenwechsel finde ich ziemlich stark. Muss ich auch so sagen, so Deutschland ist da eigentlich auch heftig. Du hast einen knüppelheißen Hochsommer mit Hitzewellen bis zu 38 Grad. Kommst dann aber auch mal selten im Winter runter auf minus 10 Grad und kannst Skifahren gehen. Das finde ich schon, ist eigentlich, finde ich, cool. Aber hast dann natürlich auch so mal so 3 Monate Herbst, wo es die ganze Zeit windig ist und regnet. Ja, also du hast die meiste Zeit Regen, aber dafür ist es auch mal richtig kalt und richtig heiß. Also bunte Mischung, sagst du. Ja, finde ich geil. Stell dir vor, du bist so auf... Keine Ahnung, wo ich zum Beispiel gerne in Urlaub hingehst, Fuerteventura, da ist es immer 20 bis 30 Grad. Es ist nie kälter, es ist nie wärmer, es ist nie Regen. Hier geht die Post ab. Ja, das stimmt. Verstehst du? Hier geht echt übel die Post ab. Da ist das ganze Jahr 23 Grad mit Sonne, das ganze Jahr immer. Das ist doch irgendwie lame, oder nicht? Was passiert hier? Ja, also... Reapers, forst dich nicht! Bug, Alter, meine Fresse. Boah, der Bug nervt. Wenn du Sachen im Inventory auswählen willst und das switcht einfach durch. Oh, ich hab ihm die Arme abgeschlagen. Der Sau. Ist hier noch Loot wieder neu? Loot. Hier, das ist wieder so ein Mutant, ne? Den man hier ausnehmen kann, Reapers. Wo? Wenn du Rüstung brauchst. Hier, dann lass den ausnehmen. Wie geil, ich will Sachen looten. Und hier liegen überall nur Köpfe rum. Also frische, abgeschlagene Köpfe. Wie findest du? Geil. Mhm. Ihr seid echt schnell. Da kommt einer wieder von der Jagd. Und geht wieder. Da habt, glaube ich, übrigens einen Bug. Ich verliere keine Rüstung irgendwie. Ist kein Bug, sind krasse Mechanics. Alter, ist ja ein geiler Thron. Kann aber auch sein durchs Blocken immer wieder, ne? Das, dann machen die, glaube ich, wenig Schaden, kann das sein? Gamertime hinterherlaufen, ne? Ja, einfach den ihr ganzes Lager ausgerottet gerade. So beim Vorbeigehen einfach, ne? Ich, vor allen Dingen, ich gehe rein, will mit der Axt und auf einmal höre ich nur wieder Granaten reinfliegen. Ja, ja, da kenne ich auch gar nichts. Komm ich rein, da spreng ich halt auch mal die Bude. Ich frage mich wirklich gerade, wer hier die Schlimmen auf dieser Insel sind. Granaten. Man findet mehr Granaten als Stofffetzen. Das verstehe ich auch nicht, aber es ist so. Ja, das wurde das. Wo ist meine verdammte Pistole? Diese Scheiße. Also ich hatte da ja eigentlich den GPS-Sender angeheftet, aber ich weiß nicht, wie ich das orten kann. So, oh, hier ist die Stelle, Sembo, wo wir hin müssen. Sembo! Ja, ich bin hier. Gut, Sembo. Da müssen wir buddeln. Ich habe noch gar nicht gebuddelt. Ja, hier muss man buddeln, wahrscheinlich. Okay, wir buddeln alle zusammen. Ich buddel. Los geht's. Okay, buddeln. Da, guck mal, da kommt direkt Holz. Ich wette mit dir, da ist bestimmt irgendwie so ein Sarg oder sowas, ja. Ey, das ist so geil gemacht. Shotgun. Tusch. Hä, wo habt ihr die denn schon? Wo? Naja, da war ein Shotgun-Symbol, ne? Naja, in meiner scheiß Hand. Ah, jetzt sehe ich die auch. Shotgun. Jetzt können wir mal das Spiel spielen. Warum hält man das mit deiner Hand manchmal, Alter? Schrotflinte. Okay. Alter, was? Let's go. Jetzt. Es gibt viele Chancen, Schrotkugeln. Willst du, hä? Willst du? Leg die Waffe weg. Leg die scheiß Waffe weg, Mann. Du legst die scheiß Waffe weg. Alter, was für RP? Nimm die Waffe runter, Alter. Hey. Junge, es windet schon wieder so, es ist nervig. Der nächste geht in die Fresse, Sebo. Trau dich doch. Hey, hier ist ein Crawler. Ey! Oh, ey. Ja, wenn du die mit der Schrotflinte abschießt, fliegen die übelst zurück.
Der ist so geflogen. Ich habe mich nur erschrocken, ich wollte ihn gar nicht töten. Naja. Okay, genug MP wieder, genug Mission, lass wieder eineinhalb Stunden bauen. Ey! Buddeln ist geil, aber im Winter ist er geiler aus. Oh, ich hab ihm den Kopf abgeschossen. Du hast ihm so durch den Hals geschossen, dass er den Kopf hat. Das ist Kopf mal weiter, ab. Hier ist noch mehr, da war gerade noch Geld. Hier ist immer wieder irgendwas, du kannst auch wieder Kopf buddeln. Abgeschossen. Die kommen noch, die gesamte Familie kommt. Guck mal, die greifen an. Und da kann man die Köpfe abschießen immer. Digga, die fliegen. Wie geil. Ich will auch wen abschießen jetzt. Die fliegen, richtig. Der ist 4 Meter geflogen. Okay, boah, wollen wir zu einem nächsten Symbol gehen? Wo ist denn noch eins? Ja. Digga, jetzt geht's los. Oh mein Gott. Wir waren doch gestern irgendwo auch wieder, wo gebuddelt werden musste. Repass. Wo war das noch? Keine Ahnung. Wir waren doch an irgendeiner Stelle, sind wir hingegangen. Oh, einer wird angegriffen von euch! Es ist Jay. Es ist Jay? Warte, ich will ihn köpfen. Darf ich mal probieren, ihn zu köpfen? Nein, schieß, der fliegt, wenn du schießt. Okay, der soll mal wegrennen. Jay, Joe, Jay. Ah, der hat Angst vor der Waffe, deswegen rennt er weg. Okay, knall ihn ab. Oh. Irgendwie ganz schön witzig, aber auch extrem brutal. Gesehen. Da hinten sind noch welche, der hat's gesehen. Der hat's gesehen. Schieß an den Hals. Okay. Nein, zur Seite. Ja, sein Körper fliegt und der Kopf bleibt an der Stelle. Das ist das Beste, was ein Spiel haben kann. 5 Sterne. Oh, warte. Daneben geschossen, nur noch 4 Sterne. Ich hab ihn wieder, guck. Ey, man kann die so geil... Nicht kein Auto-Aim. Ey, geil. Wie viele Schüsse habe ich denn? Hoffentlich habe ich viele Schüsse. Das ist echt geil. Ich kann ihnen den Kopf abschießen, wenn ich ihn auf den Hals ziehe. Das ist ja geisteskrank. Das ist so krass. Wo sehe ich, wie viele Schüsse ich habe? Tab oder halt was. Und dann ich habe zum Beispiel noch 8 Schrotkugeln. Das ist gar nicht mal so viel. Wo siehst du das? Wo sind die Schüsse? Links oben, über den Batterien. Sind all deine Munition. Mhm. Ah, nee, da. Das musst du 8 finden. Schrotkugeln, okay. 15 Flintengeschosse. Ja, was denn besser? Flintengeschoss, was ist denn Schrot und Flintengeschoss? Ist das nicht das gleiche? Betäubungsgewehrmunition. Schrotflinte heißt es doch, hä? Sebo, chill mal, der wurde doch schon weggerannt. Eine höhere Streuung. Boah, der ist so am Sterben, guck mal. Digga, die gesamte Insel schreit. Dem gar keinen Bock, dass wir 5 jetzt Schrotflinten haben. Nee, glaube ich auch nicht. Auch ein bisschen gemein, muss ich sagen. Und gehen wir jetzt, ist jetzt Erkundungstime oder was ist los? Ja, ich würde sagen, lass uns doch versuchen weiterzukommen mal. Ja, safe. Ja. Wer ist Joe? Das ist Rumatra. Ja, sorry. Ist dumm, ist einfach nur dumm. Folgen wir jetzt G oder R? Echt gut, dass wir alle verschiedene Buchstaben. Obwohl, nee, ist sogar gut. Oder? Rumatra wäre sonst auch ein R. Ich wäre sonst auch ein R, wäre doch katastrophal, oder? Hätte ich bei dir gefühlt. Jumatra, oder ein Ö. Rumatra, du bist einfach Jumatra jetzt. Du bist Jumatra. Du bist echt Jumatra. Oder. Ja, die leben hier wieder alle. Lass dir direkt das verhindern. Nee, wir haben aber nicht so viel Schuss, Bro. Oh, das ist so krass. Einmal noch bitte, einmal. Ja, okay. Lass direkt ausfällen. Hey! Oh, Max, bitte. Du hast so wenig. Du verämmt die Waffe so komisch, was ist das? Macht sie nicht, ich zeig dir das nochmal, okay? Oh, hier sind so Gräber. Doch, tut sie. Guck mal, seht ihr das? Wir haben alle so Angst. Guck mal, der ist so hilflos hier. Meine Waffe hat einen Knick. Oh, wenn ihr auf den Boden schaut und er drückt, dann wechselt krank, ihr Sebo, Munition okay? durch. Das habe ich gesehen und das ist krank. Was ist krank? Was du da gerade gemacht hast, das habe ich ganz genau gesehen. Sorry. Der hat nichts gemacht, der war gefangen, der konnte nichts. Digga, meine Shotgun ist schräg. Kopf ab. Deine Shotgun ist das? Schräg. Bist du dumm? Doch, wirklich. Aim mal von links unten nach rechts oben einmal ein bisschen. Hä? Warum? Hält er die dann nicht komplett schräg? Hab doch gesagt, der Waffenhandling wird hier komisch sein. Habt ihr das auch? Ich nicht, was du meinst, ne? Ja, die geht petzen jetzt, super.
Hier überall Schrot fliegt, Geschosse da. Alter, übel wack der Schuss, geisteskrank. Wie wack. Für dein Lederbeutel, Bruder. Digga, die ist kaputt, Mann. Meine Shotgun ist kaputt. Kann ich eure haben? Ja, Waffe buggt. Boah, stell mal vor, du hast den Schrot, die ist verbuggt. Du Wichser! Naja. Was war bei dem grünen Punkt hier? Ich glaube, hier bin ich nie gelaufen. Oh, der Mittagsgener, moin. Guten Morgen. Matra hat in der Nacht seine Kaffeemaschine mit dem Hammer zerstört. Warum macht er sowas? Keine Ahnung. Wir haben hier einen Grabschänder. Ich bin ein kleiner Psycho, was soll ich sagen? Doch, hier war ich. Oh, hier sind Gräber, geil. Angriff. Ja, wir sind echt ein ganz schöner Scheißtrupp, so, ne? Aber hier passiert nichts. Wir laufen mit Shotguns rum, Granaten, ziehen uns die Haut von den Gegnern übers Feld, Alter. Ja, ja. Voll die Psycho. Ja, ich grab Psychos. Knochen aus und nehm die mit. Finde ich eigentlich auch alles echt ziemlich geil. Ganz schön weird aus, Alter. Ich finde es halt nicht. Grabschänden. Ey, ich hab so viele Knochen mitgenommen. Warum sind hier so viele Knochen, Alter? Hat sich aber nicht gelohnt, ey. Ich hab gehofft, dass da irgendwie Schrotmunition oder so drin ist. Bei einem von drei grünen Punkten auf der Karte kann man noch buddeln. Ja. Oh, Backseat. Sehen wir wieder ja. Ab. Also die beiden, die ich jetzt hier sehe, ich glaube, da können wir nicht buddeln. Drei. Ich sehe nur zwei gerade hier. Oh, hier ist wieder ein Lager. Oh, mit ganz vielen Mutanten. Berühren. Schießen. Ja. Sind wir schon bei Tag 26, Jungs? Ja. Das wäre echt schon krank, ne? Oder? Also. Gotcha. Da. Geil, meine Shotgun backt nicht mehr. Diese One-Shot hier, Doppelarsch? Sauber. Ey, die sind alle One-Shot. Sauber ohne euch. Ja, Bro, ihr habt gleich alle keine Munition mehr. Ja, und? Ja, okay. Das ist dicker. Darf ich auch mal probieren? Das stimmt nicht. Ich hab viermal geschossen. Kacke. Das fand ich jetzt doof. Boah, das Spiel ist so einfach. Hier ist auch noch einer repasst. Aber wichtige Maßnahme, dass wir uns hergestellt haben. Ja. Ja, ein Schild. Also ich glaube, ich hab einen Bug. Ich weiß nicht, ob es ein Anzeigefehler ist oder ob ich gefühlt wirklich unbesiegbar bin. Oder ob das durch den Befehl kommt, den Rumatra vorhin mir einfach gegeben hat. Rumatra. Aber ich verliere keine Rüstung. Also die hitten mich. Ich weiß nicht, ob es ein Anzeigefehler ist. Tu mal einmal Rüstung reparieren. Ich will mal gucken, ob sich das anhört. Ich wollte noch nie was drin bisher. Das können wir doch ganz einfach testen, Mr. G. Oh ja, das können wir testen. Nein, ich will nicht angeschossen werden. Bleiben Sie stehen. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Wer läuft gerade noch vor? Nix. Ich bin unbesiegbar. Okay, doch, oh, jetzt. Warte mal auf, ich hab Rüstung verloren. Okay, ich hab Rüstung verloren. Ey, dann soll der Chat nicht sagen hier, ich bin am Cheaten oder so, dann ist das wirklich Skill. Ja, gut, jetzt hast du mit Blut bezahlt. Fertig. Wohin, ja, Leute, wohin? Ich sammle nicht mehr, bin voll. Wir müssen doch irgendwo hin noch können. Ja, jetzt lass mal was machen. Ich will mich wieder bauen. Come on. Nee, nee, jetzt, wir müssen jetzt was machen. Lauf ich gerade zum Spawn? Also ich laufe gerade zum grünen Punkt. Also JJ läuft gerade zum grünen Punkt und wir sind in der Nähe von dem grünen Punkt. Waren wir da jetzt gerade? Ja, bei dem grünen Punkt waren wir schon. Und warum war da nichts? Gibt es noch mehr grüne Punkte? Dann lass doch mal Richtung Berg laufen. Eisberg. Lass mal Richtung JJ. Jetzt Richtung Eisbergsalat. Okay? Ja, ja, lass mal dahin gehen, wo wir noch gar nicht waren. Wir gehen jetzt in den Eisberg. Tomatra, was sagst du? Richtung Eisberg? Das ist zu wenig. Eisberg, ja. Ich komm zum Eisberg. Und? Also hier ist eine Höhle, da war ich noch gar nicht drin. Da gehe ich auf jeden Fall mal rein. Nee, du wartest auf uns. Oder, ja, das ist ein grüner Punkt, da wart ihr doch schon, oder?
Nee, wenn du da. Hey, ist das, warte mal, die Höhle, wo du jetzt gerade hingehst, Rumatra, das ist doch die. Ich hab eine Schaufel. Nee, ich hab hier ein Schaufelsymbol. Da müssen wir hin, okay, wir müssen da buddeln. Ich warte auf euch und dann werde ich so derbe schaufeln hier. Sobald ihr da seid, werde ich schaufeln. Wer zuletzt da ist, 5 Subs an die anderen. Nö. Hä, wie unfair ist das denn? Warum, jo? Joe ist ein sehr cooler Name, aber Joey, wie findet ihr den? Joey. Genau so scheiße wie Kelvin. Oh. Weiß ich nicht. Aber wie kommst du jetzt da drauf? Weil Joey mit wieder Kacke. E geschrieben wird. Oh mein Gott, das ist so krass, was hier drin ist. Ich habe schon angefangen zu buddeln. Oh, weiße Watt, nee. Der lügt. Ich hab so toll gelogen. Oh, guck mal hier. Ich hab mitgemacht. Alter. Oh, so krass, Junge. Hier fliegt, glaube ich, ein Drache. Das ist so geil. Ja, ich hab danach gelacht. Ich würde so geil finden, wenn jetzt hier einfach Aliens landen und uns töten würden. Das ist die Story zu Ende. Das wäre einfach. Wäre mal geil. Aliens. Und Elche. Elche. Ja, und Sebo, denk dran, wer dir die Seile für deine Brücke gegeben hat, du Heuchler. Oh, Heuchler, einfach so benutzt. Das hat nicht gefunkt, tatsächlich. Oh, hier ist der Eingang. Safe. Die Falltür. Ja. Schaufel doch mal. Hey, du Wichser, mach mit. Ich würde gern. Wo ist Max? Ich schaufel Max jetzt den ganzen Dreck ins Gesicht. Komm her. Geht das? Ja, das geht. Sea of Thieves, Alter. Hier, Reefers. Ein bisschen Kotze hier für Sebastian. Und okay, öffnet. Wenigstens haben wir jetzt eine neue Mechanik neben dem Tauchen im Spiel. Warum machen jetzt alle mit mir auf? Oh Gott, das ist weird. Boah, ja, ist geil. Maintenance A. Und es geht auf. Bei Mantanans A. Hä? Da ist jetzt die Keycard für alle Türen. Dreimal der Sound sogar abgespielt. Ja. Es ist so schlecht. Aua. Das sieht geil aus, aber grafisch. Boah, ja. 6000 FPS direkt. Oh, ich rieche hier die blaue Keycard schon. Ich auch. Ich rieche den Shotgun im Nahkampf. Oh, guck mal hier, Mine. Ihr lauft da einfach drüber. Das ist ein Saugroboter. Oh, ich wollte schon. Mine. Yo, wie chillig. Ich hab Trimax seine Bude. Alter, geil. Oh, ich glaube hier schnell Radio ausmachen. Das klingt irgendwie nach Copyright-Musik. Oh. Das müssen wir aber ganz schnell ausmachen hier. Das ist nicht Copyright-Musik. Die ist so scheiße. Die ist echt scheiße. Never ever. Laser-Visier das Copyright collected. Hier. Aber wenn wir das Kackvieh töten, meine Fresse. E-Mail collected. Digga, ich lese einfach fremde E-Mail. Laser-Visier. Ah, hast du auch gerade schon gesagt, glaube ich. Ich habe eine Keycard gefunden. Keycard collected. Karl, Planter. Hast du sie collected? Und töte lieber die Viecher, seid ihr dumm? Ich esse eben kurz nebenbei hier ein paar von den Kelloggs. Chromatra gegen das Baby kämpft. Hey, wo ist das Laservisier? Das liegt hier, Chromatra. Hier am Tisch. Ah, hier vorne okay, müsste das liegen. Jetzt sich einer umgebracht im Badezimmer. Oh, guten Hunger. Sympathisch, er ist die 5-Minuten-Terrine so. Wo gucken, ist denn jetzt die Keycard ist gewesen? Hier auf dem Tisch. Auf dem Tisch? Hier bei mir, da wo ich stehe. Es warte, ist Copyright-Musik ausmachen. Wartungsschlüsselkarte, ja. Mach die Musik los, aus. Es geht nicht. Warte. Weiß, geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist der Strike. Copyright. Das ist er. Ey, wir können hier speichern und pennen. Wir wollen. Am Bett. Der erste Strike, da ist er. Der ey, hier ist noch ein Anzug. Habt ihr den? Oh. In der Ecke. Ein weißer Anzug. Habt ihr schon als gelootet? Es gibt ja noch irgendwas wichtig. Oh, der ist ja krass tot, ne? Ist er richtig tot? Oh, wo ist der weiße Anzug? Hä? Ich kann den nicht aufheben. Da links lag der drauf, oder? Alter, schick seht ihr aus. Ich hab ihn nicht bekommen. Sieht's bei mir. Boah. Never oh ever, 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 ich hab aus Versehen mein Resin hier reingefüllt. Hey!
Alter, ich bin gleich tot! Hey, der Song ist so scheiße! Yo, Feuerwehr-Axt! Nervig, ne? Oh. Oh, die sieht aus, als wenn die weit mehr Damage machen würde. Die macht mehr Damage, ja. Wo? Wo ist die? Aber die ist auch ein Ticken langsamer. Der Song fuckt mich ab, Alter. Wo ist die Feuerwehr-Axt? Hier hinten in dem Dings drinne, wo Marz auch nicht bin. Übel Ass, Alter. Dafür werden wir jetzt gestrikt für so einen Scheiß-Song. Ja, ja, ne? Gott. Ich bin von so Eminem oder so gestrikt. Ja, da will ich auch einen Strike einfach mal nehmen. Mehr gab's hier nicht mehr, außer die Feuerwehr-Axt. Ne, ja, ich glaube nicht. Ja, wir haben die Keycard. Das heißt, wir können jetzt die anderen Sachen weitermachen. Ich werde hier kurz das ganze Resin verbrauchen, weil ich habe leider all mein Resin hier reingefüllt. Können wir was Neues machen vielleicht? Plattencover collected. Okay, dann spielen wir es heute durch und morgen kein Forest mehr. Oder wie? Nein, das auch nicht. Nee, das auch nicht. Aber wir bewegen uns gerade sehr stark auf. Max, wieso schon eine Keycard? Hast du die nicht aufgesammelt? Nee. Wir müssen doch noch die Tage weiter dann überleben. Ja, ja. Da gibt's doch noch wahrscheinlich was. Und es wird bestimmt Secret Blueprints geben wieder. Ja, Laservisier. Rüstung. Alter. Wo war die Keycard denn? Am Wohnzimmer, wo die Mucke so laut war. Auf dem Tisch. Also nicht auf dem. Eher auf der Kommode. Ich komm da nicht hochgeklettert. Ich auch nicht, weil ich hab dir in die Tasche geschaut, Alter. Oh Mann. Jetzt wird die Axt getestet. Warte, ich will da sind noch auch Axt testen einmal. Feuerwehr-Axt. Jo, nee, kein Unterschied. Ja, die macht auch nicht so viel mehr Damage tatsächlich, ne? Aber dafür ist sie halb so langsam. Oder? Kann man da mehr Shotgun nicht. Okay, denn jetzt dahin, wo wir die blaue Keycard hinpassen. Ganz am Anfang, ne? Oder was, wo der Drucker ist? Ja, 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 ganz an die allererste Station. Da wollen wir jetzt direkt hinspinnen. Oh, Achtung G, Achtung G! Würde ich sagen, ja. Gespielt. Was macht ihr? Wieso kniet ihr alle? Ich will was gucken. Ich habe keine Pistole, um das Laservisier anzupumpen. Laservisier ist geil. Alter, ist die geil. Imagine, du hast keine Pistole jetzt. In diesem ich geh zu dem grünen Zeichen da und da ist jetzt die Frau und die gibt mir meine Pistole back. Fertig. Oh, das sieht eine richtig geile Pistole aus. Ist es auch. Ja, zurück zum Spawn, ne? Ja, zurück zum Spawn, los. Wo war der? G-Time weiß das immer. Ich glaube immer einfach die G hinterher. Hast du überhaupt noch Rüstung? Ne, ich hab keine Rüstung mehr. Schon ich lauf immer los, sobald die Ansage gemacht wird. Los. Kurz gesagt, wir gehen zur ersten Höhle, wo die Keycard war. Bam, bin ich unterwegs. Bam. Bin schon auf Krawall gebürstet. Ich nicht, nö. Ich bin delayed. Ich muss zu diesem grünen Punkt erstmal. Wir haben doch gestern festgelegt, Trimax ist der Teamkapitän, oder? Mhm. So, ja. Wenn er gesagt, ja, wir gehen da hin, dann gehe ich da hin. Ja, gut. Was ja gut. Du bist raus aus dem Team. Das ist echt eine gute Frage gerade. Wofür braucht man die ganzen Uhren und so? Für Zeitbomben wahrscheinlich. Du kannst mit den Uhren Bomben bauen. Ah, okay. So war es im ersten Forest zumindest. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht, aber würde Sinn machen. Immer wenn ihr nicht wisst, wo ihr hin sollt, einfach zum blauen G rennen und alles wird gut. Ich bin delayed, ne? Hab ich gesagt, aber. Ja, warte gut. Mal, aber ist nicht bei dir oben Reapers der Spawn da? Da ist der Helikopter, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch, dass ich ja richtig bin hier. Ich glaube auch, Reapers ist richtig. Oh, ich lauf zum R. Obwohl, nee. Ich bin bei dem. Also ich drehe das, wenn du das so leicht. Wenn du das so leicht drehst, also auf Reapers gerichtet, dann siehst du oben links da. Oder ist das Schnee? Bei mir oben ist die Höhle mit der Seilrutsche. Ja, das ist der Spawn. Ja, aber da ist der Spawn. Da muss doch irgendwo dann das. Ist der Punkt weg von der Keycard? Nee, wir müssen einfach noch ein Stück weiter. Ist das Kelvin? Was macht der denn hier, hä? Ist der dumm? Der denn hier? Der hat einen Fisch dabei, guck mal. Der hat einen Fisch unter dem Arm. Oh Mann, der Typ ist echt auf den Kopf gefallen beim Abschluss. Es tut mir leid. Ah, guck mal, doch. Hier in die Richtung war richtig. Welche? Da oben ist der Punkt. Da. Ja, ich sehe ihn, ja. Aber dann war deine Richtung gar nicht richtig, weil wir sind locker mindestens, wir haben locker eine 90 Grad Turn gemacht. Ja, so 90 Grad.
Rowdy Esports vom Sub, vielen Dank. Weiß sehr zu schätzen. Mehr aber auch nicht rumhart. Ihr könnt auch einen Tipp Prime da lassen, wenn euch der Stream gefällt. Let's go! Wenn euch so ein 72 Stunden Stream gefällt. Einfach mal ein Prime da lassen. Ihr habt dann keine Werbung. Cool. Ihr habt, ich muss auch sagen, dass Axt-Upgrade 60 Emotes, animierte Emotes, Sub-Badges. Du hast irgendwie mit immer schreiben. Szene dran geklatscht, dann ist sie stärker gewesen. Fand ich giga-wack. Hype-Train ist sogar da. Ihr kriegt noch ein Emote für immer, wenn ihr jetzt ein Sub da lasst. Bro, wir haben alles eine Waffe supergeile gebaut, Vorteile. Einziger Nachteil ist, der verlängert sich nicht automatisch. Du kannst hier halt nichts mit den Händen machen. Ihr habt den alle ready. Das ist das Problem. Aber du kriegst ja immer wieder neue Prime bereit. Und der läuft dort einfach aus. Ist doch schade, wenn ihr nicht so eine Axt mit einem Lappen drum hier, und zack. Dann unter Feuer setzen, einmal gesagt, ist schon geil. 17, 18, 19 Primes. Vielen Dank. Volky HD, der MX, Dosenpaule. Wie habt ihr euer Laser, wie sie mit Skana eurer Gods, Captain, Chris, Heiko, Märchenprinz, Salty, Olga Eule, Mike 94, Gurke, Waschbecken, Butzen, Alarm, Komahal, Robben. Beim Max sehen, dass der Laser immer wieder auf mich rüber geht. Dann Eiswolf, Popperzen Peter, Lebuchai, Rambre. Leute, ihr habt echt eure, ich krieg eure Namen nicht vorgelesen. Erstens sind zu viele Namen und zweitens heißt ihr irgendwie alle wie irgendwelche League of Legends Champions. Der Feuerwerk sieht aber auch nochmal geiler aus, muss ich sagen. Ja, aber wo ist diese Schiene? Ist die auch im Waffenkoffer gewesen? Weiß ich sehr zu schätzen, Leute. Echt? Ist das auch noch ein Lager? Es gibt da draußen 1 Million Streamer und ihr könnt nur bei einem Prime da lassen. Ihr macht's hier. Das ist schon eine Ehre. Vielen Dank. Wisst ihr? Ich hab nix. Kannst nicht kombinieren. Feels Batman. Schade. Am 14.03. kriegst du meinen Prime. Ja, danke. So, wie, Leute. Was macht eigentlich die nette Frau? Die ist da rumgelatscht einfach. Okay. Ganz random. Hab meine Waffe zurückgeholt, jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Vor der Höhle wird auf Reapers gewartet. Bole. Natürlich. Ole Bole. Der Laser. Wenn die Map vierfach größer ist. Ja. Aber wiederholte sich die ganze Zeit, da gibt's dann auch so Special, mal so eine krasse Schlucht oder mal eine Steilklippe oder so, weißt du? Oder ist es einfach das jetzt fünffach so groß? Weiß nicht, wir waren ja zum Beispiel noch gar nicht im Schneegebiet. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite vom Schneegebiet ist. Es gibt wirklich ein Schneegebiet? Ja. Sicher? Nee, nicht sicher. Ich bin nur am Niesen, Alter. Geht das auf den Sack? Ich bin einfach gesund wieder. Ich habe mich einfach gesund gezockt. Ist das geil? Laberbacke. So doch. Viel frische Luft hatte in Sans aus ich hatte Fieber, geatmet. Schnupfen, Halsschmerzen, Husten, Kopfschmerzen, alles. Ich habe so heftig 15 Stunden am Stück gezockt und habe dann nur 5 Stunden geschlafen und nichts gegessen und dadurch wurde ich so krass gesund. Game hat so eine gute Grafik, es hat mir einfach gesund gemacht. Ich bin gerade am Craften, sagt mal, wenn alle da sind, bitte. Ich bin da. Alle da. Alle da, wir können rein. Dann höre ich auf zu craften, ganz einfach. Ja, komm doch rein jetzt dann. Und ich habe eben hängen die Augen da ab und zu in mir. Ja, bitte ich, das sind meine geilen Augen. Ganz gruselig. Große Augen einfach, hä? Ich habe einfach diese Augäpfel gesehen. Los. Hey. Hui. Hier waren wir ganz am Anfang. Ja, so lange ist es auch nicht her. 24 Stunden ist es ja. Und wir müssen noch in den Einkaufsladen da. Da ist ja auch die Keycard. Ich habe hier ganz wenig FPS drin. Ja, ich auch. Hier wieder looten. Hier gibt es wieder Dose, Draht. Noch eine Uhr. Und? Yes! Wie geht das Licht hier an? Warum geht das Licht nicht mehr an vor der Pistole? Keine Batteries. Okay, ein bisschen Sport machen jetzt, oder? Oh, der hat ein bisschen zu sehr Sport gemacht. Guck mal, der hier. Oh, yo. Der hat ein bisschen zu sehr Sport gemacht. Da sind wir jetzt am Sport machen. Warte, lass mich. Ich hab was für die.
Wir haben das beste Trainingsmittel. Digga, warum haben die einfach sowas hier? Ach man, jetzt laufen die weg. Das macht richtig Sport. Hab daneben geschossen. Und Schwimmbad ist hier auch. Digga, das ist schon ein geiler Bunker. Ja, fühle ich. Wenn ihr Loot seht oder so, sagt Bescheid, ne? Das ist so groß hier. Ich hab's nicht mehr geschafft. Da sind auch noch welche am Liegen. Was ist das hier? Na, okay. Ich bin eigentlich voll. Hier ist ein Zettel. Document. Hank. E-Mail collected. Das ist für Hanky. You ja, spent all the style setting up. Fuck off, kannst du selber lesen. Ihr könnt alle das Dokument aufheben dort. Ja. Bei mir ja. Liegt da keins. Das ist ja. Oh, richtig starke Gegner vor mir. Oh ja. Okay, Schrotflinte ist ja halt One-Shot, ne? Auf den Kopf. Wer zu spät kommt, kommt zu spät. Die Waffe ist leer. Ich bin zu spät gekommen. Ich hab die letzte. Meine ist sogar gedroppt, wenn einer das haben will. Ja. Ist wieder einer. Keine Munition mehr, einfach scheiße. Ich hab das Gefühl, ihr schaut euch nicht richtig um. Töte erstmal die Gegnerkeule. Hey, was sind das für Dinger hier? Das verstehe ich nicht, diese Pots. Doch, das sind Floating. Echt? Ey, wer hat die Dings aufgehoben hier? Hast du schon mal gemacht, Max? Klar. Hier ist noch ein Energy. Jetzt im Ernst? Wird dir alle Sinne genommen. Du hörst nichts, du siehst nichts, du bist schwerelos, liegst in so einer Salzwasserlösung, das ja. Ist genauso schwer ist wie dein Körper. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen Schiss auch vor, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, werden auch viele Leute seekrank. Manche mögen das gar nicht, wenn du auf einmal nichts mehr... Aber ist schon auch mal cool, so einmal komplett ausschalten alles. Hier ist kein Loot. Das kommt noch. Boah, ist das chillig hier. Oh, das ist wahrscheinlich dieses Erholungsbar aus dem Trailer, was man gesehen hat. Digga, was ist das für ein absolut geiler Bunker? Holy ja, shit. Ja, das ist geisteskrank. Hier kann man noch eine Keycard ran tun. Alle Leute, hier geht's aber auch noch weiter. Bauen, ja, dann lass erst da weiter und die Tür merken. Sind irgendwie komisch, aber so ein Bunker ist geil. Oh. Oh, ja, what? Die Gitarre auch ein bisschen zu ernst genommen. Naja, liegt ein bisschen Geld bei ihm. Guck mal hier, wie viel Cash hier liegt. Krank, Alter. Und ein Dokument wieder. Hey, man kann die Keycard hier doch benutzen. Was macht ihr? Ja, wir ja, hier hinten ist aber auch nehmen. Wieder eins für die Keycard und so, ja, ne? Also hier ist auch noch Geld. Lass erstmal die erste Tür nehmen. Die erste Tür. Die erste zurück. Ja, was habe ich hier verpasst? Boah, ihr seid ja nur am Sprinten, Alter. Wollt ihr nicht auch mal hier durchlaufen? Oh, hinter uns. Wo war das Dokument? Bei dem Bruder. Bei dem Typen. Ich wollte Gitarre spielen, was sagt der? Ja, auch noch Klimpergeld. Und ganz viel Wodka und so. Ne, Geld. Wodka. Die Gitarre collected! Hier, ey, hier ja. Ist eine Gitarre! Nimmt die. Die ist stark. Wo sind wir denn jetzt? Da oder? Hier, bei mir. Erstmal alle zurückdrehen. Ja, erstmal die Gitarre hier nehmen. Wir sind alle vier hier. Ich bin gerade kurz hier. Überbelichtet, holy shit. Sauberer. Saugen. Das ist Massengesauge. Oh, dunkel. Ihr Dokument wieder. Artefakt 2 haben wir hier.
Oh oh, was ist das? Jungs, das ist mir zu blöd. Hier ist eine riesige Höhle nochmal. Ist erst One-Shot. Zu viele Wege. Das ist so zu krass. Zu viele, ne? Wege. Zu viele Wege. Ich bin wieder in der Höhle. Saugen. In der Höhle? Ja. Ich weiß auch nicht. Ich geh zurück, ich geh zurück, ich merk's mir. Steppen, wir steppen alles ab einmal. Noch ein Poppen hier. Hier sind Babys drin. Gesundheit. Achso, oh fuck, nicht gemutet, sorry. Danke. Oh mein Gott, eine Kettensäge. Nein! Doch. Wo ist denn die Gitarre? Erstmal. Wo war die? Da ist eine Kettensäge. Zurück, da müssen wir gleich Tresen. Zurück, glaube ich. Kettensäge. Ist kein Tresen. Doch, doch, bei der Bar. Ich das ist eine elektrische Bar. Kettensäge. Komm mit. Ach du heilige das Scheiße. Das ist ganz weit weg, du wirst weggelaufen. Oh mein Gott. Was? Elektrische Kettensäge? Wie, boah, wie billig. Wieso, wie billig? Elektrische? Wo ist jeder denn? Hasst elektrische Gartengeräte. Da. Holy shit. Ich hol erstmal. Hast du die Gitarre schon? Nee, ich hol erstmal jetzt die Kettensäge. Okay. Wir müssen jetzt zurück. Ja, let's go back. Wo konnten wir jetzt rüber lang? Also erstmal noch in der Höhle. Merkt euch den Weg hier, aber ich würde gerne erstmal hier den Bunker zu Ende absteppen. Da ja, nicht ja, rein, da geht's zur Höhle. Okay, nicht zur Höhle. Ich habe null Energie, warte, erstmal einmal Energy. Ich habe gerade so einen Energy Drink reingepfiffen. Habe ich noch rohe Fische? Nee, der ist leider rotten. Fallen lassen. Einsammeln, wieder Rohrfisch. Naja, wir haben noch eine riesige Schwimmbad vergessen unten. Da sind wir einfach nur vorbeigesprintet. Vorher. Stimmt. Da war ein riesiges Schwimmbad mit Babys hinten, die habe ich gesehen. Hier ist die Gitarre, ne? Ja, da ist die Gitarre. Da ist noch ein Keycard-Raum. Scheiße, ganz Musik. Viel Geld. Medikamente. Oh, hier brauchen wir eine andere Keycard. Witzig. Da haben wir die schon eingesammelt? Nicht. Hier, Reapers. Da geht unsere nicht. Am Tresen lassen. Unsere Keycard funktioniert einfach mal nicht. Merken. Ich hab die andere Keycard gefunden. Auf geht's rein da. Nein, echt jetzt? Ja, die liegt da einfach ja. Auf dem Tisch. Ja, hier liegt die. Auch. Arnold. Nee, geht trotzdem nicht. Dann ist das nochmal eine andere. Nightclub. Ja. Aber das ist, glaube ich, die Keycard, die wir jetzt haben, die wir für die andere Höhle brauchen, ne? Kann sein, ja. Dokument. Okay, verstehe ich eh nicht. Bip, 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 bip. Wollen wir noch kurz unten das Schwimmbad abchecken? Würde ich eigentlich gerne machen. Ja. Schwimmbad dann durch die Höhle. Ab durch die Höhle. Bin ich so derbe langsam eigentlich? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin übel slow. Liegt das an den Sachen, die man anhat? Kann man sich irgendwie schneller anziehen? Und ich habe mir die Beine gebrochen. Digga, es ist so ein krasser Bunker. Übel geil, Alter. Hier mal Urlaub, Mann. Wellnessbunker. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts drin, oder was? Dafür sind wir ins Schwimmbad gegangen. Hm. Das war scheiße, Leute. Und wieder den ganzen Weg zurück hoch. Nee, super. Ne? Das glaube ich, glaube nicht, dass dieser ganze Raum einfach leer ist. Das finde ich, das kann gar nicht sein. Doch, das ist so. Nimm's hin, wie es ist. Umatra, lass los. Muss loslassen. Ich werde nicht loslassen. Ja, okay, ich lass los.
Wer zuletzt da ist, 5 Subgifts. An mich. Zählt nicht, ich hab Nase geputzt. Demo ist abgehakt. Ist das assi? Easy 5 Subs. Ist das eigentlich gut? Easy 5 Subs. Was denn? Wenn man jetzt, also gestern zum Beispiel musste ich gar nicht Nase putzen, jetzt muss ich. Ja, dann kommt's raus, dann kommt's raus, das ist gut. Okay, danke Doktor. Dr. Oh, sehr viel trinken, richtig viel trinken, wenn du richtig durchstopfst. Ja, Alter, ich locker schon 6 Liter Tee gesoffen. Ja, dann ist Tee gut, dann mach das. Wenn du dadurch mehr Wasser trinken kannst, obwohl das so schmeckt, ist mega. Hä, Tee ist einfach nochmal so für Gewissen. Tee ist gesund. Ja, Wasser haben wir nur Kohlensäure, da muss ich die Flaschen wieder schütteln. Ja, ist auch geil. Schön schütteln. Wie verwinkelt dieser Bunker wieder ist. Fuck, wo bin ich? Ich bin jetzt bei der Kettensäge. Sebo. Ach da, yo. Let's go. Ich muss erstmal was essen kurz. Habt ihr alle noch nicht. Habt ihr alle keinen Hunger? Hier ist auch noch ein Weg. Hier gibt's zwei Wege. Ich bin komplett voll jetzt. Ich hab grad was gegessen zwei und. Zwei Wege. Getrunken. Erst links oder erst rechts? Ich bin links erst gegangen. Könnt ihr mal chillen ein bisschen bitte? Ne, bin raus. Ja, wie gesagt, der letzte ist der Dumme. Weiter geht's. Ich glaub, okay. Rechts nee, und links ist dasselbe. Rechts und links bringt zum selben raus. Ja. Selbe Ausgang hier. Ausgang? Ja. Sieht nach einem Ausgang aus hier. Immer wenn man irgendwo runterfällt, weil man dann in der Höhle, wo man vorher noch nicht war. Da wo man vorher schon war meistens. Na, Ausgang, safe. Wer baut ein Zelt? Weißt du, wie das geht? Natürlich. Ich könnte mir vorstellen, die Keycard ist für das, wo wir gestern waren. Das andere Labor, wisst ihr? Ey, ich schwöre, G-Time, du hast manchmal einfach doch Durchzug, wenn wir reden, oder? Au. Waren wir vorher 5 Minuten? Digga, wir laufen da durch, looten das. Da höre ich dir doch nicht zu, wenn du die ganze Zeit irgendwas mit einer Keycard laberst. Ich hab keinen Stock. Ich hab Stöcke. Keinen Stock? Okay. Ja. Ich hab einen. Ja, zack. Steht. Sauber. Guten Tag. Irgendjemand schläft nicht? Wer schläft nicht? Ich könnte das bei demjenigen sehen, ne? Der hat dann so ein Z-Symbol neben seinem Namen nicht. Ey, Leute. Was geht? Hello, Chicks ist hier und so. Nein. Drückt M und drückt Mausrad rein. Alter. M und Mausrad rein? Da kann man einfach zoomen. Ach, guck mal, da siehst du sogar, wie groß die Karte ist. Die ist nicht groß. Also es geht hinter dem Schneedings noch weiter, ne? Ah, jo, stimmt, ja. Man sieht Höhlen eingetragen. Ja, das sind sogar die Höhlen eingetragen. Okay, ich würde sagen... Ja? Wir gehen zurück zu unserem Lager. Aber keine Bauphase wieder. Oh, ich will die Kettensäge nutzen jetzt mal, komm. Hä, wofür? Wir gehen zu unserem Lager und dann gehen wir mal ins Schneegebiet. Ey, hatte nicht Rumatra vorhin oder wer gesagt hier, dass ihr hofft, dass in der Karte auch mal ein bisschen mehr Abwechslung ist? Ja ich meinte guck das. Mal. Hier ist eine Schlucht. Hier hast du ja schon Abwechslung. Habt ihr das gehört? Ja, hier ist der Typ neben mir. Wow. Wow, eine Schlucht. Ey, ich sag, wie es ist, da kannst du wegspringen. Safe. Jo. Die verfolgen uns, Digga. Hilfe, ja, hilf uns doch mal. Ihr habt Schrotflinten. Hier sind so viele Gegner. Das ist leider die falsche Ich will nach Hause gehen. Hier sind ultra viele Mutanten. Was soll der Scheiß denn? Das stimmt. Hat der was mit der Schlucht zu tun? Es muss was mit der Schlucht zu tun haben. Können wir irgendwie die Schlucht runter? Ja. Hier am Ende, glaube ich, oder? Ich glaube wohl. Läufst du gerade heim, G? War doch der Call, oder? Ja, aber sieht nicht so aus, als zu einem Laufen irgendwie. Ja, sorry, dass ich hier die Gegner erst töten muss. Okay, wir laufen heim, ja? Ist echt eine Big
Flussschlucht hier. Heim, Kettensäge testen, Schneegebiet, stimmt's? Ja, Deal. Kauf ich. Kauf ich. Genehmigt. Oder wollt ihr jetzt noch die andere Schlüsselkarte ausprobieren? Nee. Eigentlich würde ich gerne die andere Schlüsselkarte kurz ausprobieren. Ja, so doch, nicht. Auch. Also liegt das auf dem Weg? Guck mal, jemand, kennt sich jemand aus? Das ist die ist bei uns, das ist direkt neben unserer Basis. Deswegen, dann können wir ja zur Base Kettensäge ausprobieren, Schlüsselkart ins Schneegebiet. Obwohl wir da so oder so wahrscheinlich hin müssen, irgendwann ins Schneegebiet, weil da sind anscheinend auch Höhlen. Das wusstet ihr vorher aber noch nicht, ne? Was? Romata, bist du hier weggekommen, Mann? Oh, Max, gerannt, das habe ich gesehen. Ich sterbe! Ich bin einfach gerannt, Bro. Das habe ich gesehen. Und all unsere Freunde haben uns schon im Stich gelassen. Ja, sehr gut, Romatra. Hier sind viel zu viele Kannibalen und Mutanten. Hammer für den Raid. Raid. Die verfolgen mich jetzt. Wie lange verfolgen die mich denn? Pistolenmunition so kann man nicht craften, zurück, ne? Nur um eine Kettensäge zu testen. Nee, wir müssen doch zur Keycard, Mann. Deine Sauger. Keycard, Mann. Oh, hier ist Loot. Es ist aber auch immer wieder geil nach Abenteuer. Oh mein Gott, Gee, hinter dir. Was ist da? Oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße? Was ist da? Da will ich nicht gegen kämpfen. Fickviech. Fickviech? Ja. Neues Verbrenne Viech. Verbrenne zu was? Was ist dieses Fickviech? Das ist ein neues? Ich glaube, der wird mit dir auch, weißt du? Oh. Gut, halt der Baum ihn drauf! Nee. Nein, nein, nein. Lass am Leben, es soll Trimax töten. Oh. Ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg. Und was ist es? Ne Fickviech, was soll ich euch sagen? Komm her, guck Fickviech an. Ja, wir kommen. Ja, kennen wir das schon oder haben wir es noch nicht gesehen? Nee, das habt ihr noch nicht gesehen. Das ist ein Fickviech, was soll ich euch sagen? Es sieht aus wie ein Fickviech. Ah! Oh. Die Ratschlaggegner. Ach, du Scheiße. Kann der über unsere Karte drüber ratschlagen? Hilfe! Warum hilft denn keiner? Ich mein Bier. Ja, meins auch nicht. Es sind ja eure Häuser, die jetzt angegriffen werden. Ja, okay. Schieß es doch einfach ab, oder? Junge, es verfolgt mich. Ja, einfach Schrotflinte nehmen und abschießen. Das ist übelst brutal hinter mir her. Sieht aus wie aus, keine Ahnung, sieht aus wie aus irgendeinem From Software Game, tatsächlich. Wo ist es denn? Die Schrotflinte in der Hand und dann ist Feierabend hier. Mach ich jetzt auch. Ich nehme so. Guck, weg ist es. Gut gespielt. So, können wir jetzt. Ja. Wollen das ausnehmen? Ja, ja, kann man. Kettensiegel, cool. Wow. Dran. Hab's. Wow. Wir haben so eine geile Base cool inzwischen. Boah, wow, das wirklich hört sich nicht so geil an. Das ist übel geil. Okay. Wow. Ist die Kettensäge stark? Ja. Und nicht so Ausdauer ineffizient, checkst du? Das ist unsere Base, Leute. Das ist Romatras. Stell mal vor, die hätten wir vorhin gehabt, Romatra, beim Bauen. Wie schnell du dann das Zeug gebracht hättest. Also auf der Insel ist Sebo. Es ist, die Bäume zu fällen hat nicht lange gedauert. Mit der Axt haust du dreimal auf den Baum drauf, dann ist der weg. Das dauert eine halbe Sekunde. Das ist Reapers Riesenvilla. G-Times Baumhaus, aber der hat die meiste Strecke vom Zaun, von der Palisade gebaut. Ja, und das ist nochmal ein Haus. Das ist unsere Base. Du bist ja die beste Base in ganz Sons of the Forest. Auf schwer. Auf schwer. Kacke.
Würde ich so doch schreiben, tatsächlich. Okay, Kettensäge ist getestet. Können wir wieder los? Ich wollte echt durchrushen, okay? Lass durchrushen. Wir wollen nicht rushen. Wollen wir ins Schneegebiet oder nicht? Naja. Klingt ja nach rushen. Klingt ein bisschen nach rushen jetzt. Hm? Ja, irgendwann müssen wir das Spiel ja auch mal fertig machen, oder nicht? Stimmt. Ist ja jetzt gestern rausgekommen um 19 Uhr. Ja, stimmt. Ja, nee, wir müssen das auch fertig machen. Ich bin eh ja, von, mir aus können wir auch los, also mir ist auch egal. Let's go. Let's go. Ja, sollen wir eben Kelvin ihm Fische holen lassen? Du wolltest doch am dringendsten los, dann fick dich doch, Sebo. Hä, fick dich selber? Ja. Nee. Ja, doch. Ja, fick mich und deine elektrische Kettensäge. Ich fick dich mit meiner elektrischen Kettensäge. Bitte. Noch ein Ton. Ich denke, das viel interessantere wird sein, wenn es in dem Spiel wirklich solche Secret-Blueprints gibt, die zu finden. Das stimmt. Weil die waren ja schon im ersten Teil gut versteckt. Hä, wie kann ich jetzt das Ding benutzen? Stumm? Oder so ein Fahrrad oder so. Na, ging die jetzt schneller als die Axt? Nicht viel, oder? Nee, ist es nicht. Ich glaube, wenn du mit der Axt einfach auf den Baum drauf haust, dann ist der Holz genauso, ist der Baum genauso instant down. Ja, aber du hast mehr Ausdauer. Ist, du hast keinen Ausdauerverbrauch. Das rafft ihr einfach nicht, weil ihr dumm seid. Sag ich, wie es ist. Du hast aber wenn auch keinen Ausdauerverbrauch. Jedes Mal, mit dem Energy-Ding hast du auch keinen Ausdauer. Jedes Mal und dann wirfst und springst dabei und dann eine scheiß Zipline. Das kostet jedes Mal Ausdauer und dann bist du immer langsam. Ja, du bist ja mit 10% schneller vielleicht, sag ich. Nein. Allerhöchstens 10%. Wollen wir wetten? Alter. Wie viel Subs willst du wetten oder machen wir Wettrennen? Oh, wetten? Oh, gar nichts, Alter. Ja, dann halt die Fresse. Besser Subs, ist. Bitte. 10% so. Allerhöchstens. Da zieht er nämlich wieder ein, weil er keinen Sack hat. Keinen Sack in der Hose. Besser ist. So, als hätte er hier das Rad neu erfunden mit der Kettensäge. Ui, oh, jetzt. Ja, besser weiter, ist weiter, Mundbrot weiter. Auch. Ich glaube, das ist sogar die schlechteste Kettensäge von allen Kettensägen. Wo es elektrisch ist. Ich bin müde, sagt mein Charakter. Fuck. Den Dosenöffner habe ich immer noch nicht. Okay, interessiert keinen. Pike you. Ich hab den Dosenöffner auch nicht. Ich hab den Dosenöffner auch nicht, so, aber es juckt halt nicht. Wofür bist du jetzt ein Dosenöffner, Bro? Weil ich Konserven ohne Ende im Rucksack hab und bei mir im Regal. Ich lager die alle im Regal ein. Eigentlich smart, die lager ich jetzt auch alle im Regal ein, die Konserven. Konserven. Oh, chillig hier. Wer denn, Björn? Hä? Sebastian, hier, was machst du hier? Ich wollte noch einen Fisch drauflegen. Ach so. Ich hab mir. Nee, gar keinen genommen. Ich hab die zurückgelegt. Ja, egal, lass los. Bright Fish. Kann nicht der was, gefunden. Der Bright Fish? Wahrscheinlich, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall einmal hier Fisch voll machen, bevor wir irgendwas machen. Ja. Damit wir immer wieder Fisch voll machen, einmal Wasser voll machen. Einmal Karte oder Schneegebiet? Karte. Ich glaube, du wirst später eh ins Schneegebiet. Karte, ich für Karte. Und Schneegebiet. Karte. Ja, beides. Nein, ich habe einen roten Fisch gegessen. Bah. Hör doch auf, beiß doch nicht weiter rein. Ist doch dumm. Wo sind die Fische? Wo liegen die denn hin? Ja, der ist zu langsam. Jetzt dumm, so oder was? Langsam. Hier. Hier liegt einer noch. Jetzt ist er weggeglitscht. Hm. Ist der Mann am Fische holen, oder? Geil. Ich mag dein Haus, Reapers. Danke, Bro. Gut, ja, wie ich am Schaffen bin. Okay. Ich bin ein richtiger Holzfäller. Ja. Stimmt. Oder? Wow. Das ist echt gut. Das Gefühl, du hast einfach nur meine Fische genommen, Sebo, und keine neu draufgelegt. Echt? Wo ist der Eingang in deinem Haus? Gibt's noch keinen. Keine Tür? Okay. Nee. Nur hier seitlich. Hier kannst du mal rein. Hier.
Hier. Wie war das nochmal? Probier jetzt auch mal die Kettensäge aus. Der tat nicht weh. Ich hab auch nicht getroffen. Oh, du hast hier ein Loch. Oh, hier fehlt ein Brett. Ja, das kriegt aber immer. Ist nur so, können wir jetzt oder was? Aber geht. Ja, Kettensäge ist ganz cool. Schön. Schön, 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 schön. Jetzt unten alles abreißen. Ja, wollen wir oder was? Du hast die Rust Base nachgebaut, Max. Die wir hatten. Ja, alles Holz abnehmen. Ich brauch das nicht. Ja. Geil. Okay, ja, Max muss sagen, es geht los und dann läuft G-Time. Achso, es geht los. G-Time, du darfst jetzt loslaufen. Renn. G-Time läuft schon los. Der ist schon lange los. Nein, er darf nicht alleine loslaufen. Doch, wir haben gesagt, wir gehen los und dann ist G-Time losgegangen. Hey, das ist doch direkt neben unserer Basis hier. Ist es auch. Braucht man doch nicht groß loslaufen. Geht man hier an die Höhle und dann wartet man hier vor. Ja, nimmt die Zipline. Dann wartet man hier vor. Ey, unsere Basis ist ja so geil, oder? Ja. Ja. Zip. Meine Line. Wir haben schon ganz schön viel Stuff im Inventar, ne? Ja. Wofür ist das Kreuz, Alter? Ausrüsten. Das ist eine gute Frage. Oh. Dämon, weiche von mir. Vielleicht haben die Angst davor. Guck mal, wie ich das halte. Weiche, Dämon. Kannst du auf? Guck, ja, guck mal. Oh. Alter, cooler Anzug, Sebo. Ey, du auch. G-Time, Reapers und Romatra sind solche Tryhards. Sie haben einfach immer komplett die Rüstung an. Ja, warte. Okay, ich tschüss, rein, ich geh rein. Ich auch. Ich auch. Ich gehe jetzt nur mit dem Kreuz rein. Ja, ja, versuch die mal mit dem Kreuz zu töten, die Gegner. Ich habe auch so in den Speer zu viel gecraftet, den werde ich jetzt irgendwie in meinen Kopf werfen müssen. Was zum Fick habt ihr da gemacht? Das sieht bombastisch aus. Ja, stimmt. Haben wir echt gut gemacht. Einfach runtergefallen. Und ich nehme die Leiter so, oder was? Und die lässt die ganze Gruppe. Ja. Geht schon mal, gut. Das Max ein Graslager. Das ist es. Trotzdem, können wir das irgendwie klauen, den Blueprint oder so? Das wollte ich bauen. Ach man, oh. Das ist doch mega nervig. Die Kresse, die haben, wie geil. Und Salat, ich hasse Kresse und Salat, aber es ist geil, wie es wächst. Nicht Babys. Babys! Guter Schuss, habe ich gesehen. Hat einer zu viel. Was haben wir denn hier Schönes, Jungs? Das habt ihr übersehen wieder alle. Alle. Ich bin noch nicht mal da lang gelaufen, Reapers. Ja, also, aber du bist da auch lang gelaufen, sag ich. Nee, natürlich nicht. Ich schau mich um. Mm-hmm. Ich bin immer der Letzte, der lang läuft. Oh, Baby. Armburst? Geil. Armburst. Der Armburst? Der Armburst. Sag mal. Haben wir Bolzen für die Armburst? Ja, klar. Ich hab Bolzen. Ey, wir sollten mit der Shotgun-Munition nicht zu sparsam umgehen, finde ich. Ich finde sparsam gegen Boss dann. Wir sollten einfach alle mit dem Bolzen? Armbrust Bolzen? Auf die Beine! Wie lebt man denn nach, Mann? Ich versteh's nicht. Jetzt, Alter. Tot? Tot. Wo ist mein Bolzen? Saugung? Oh, ihr Wichser. Ihr habt meinen Bolzen geklaut. Digga, so, wenn ich aus dem die Arme. Kann sein, dass ich den außerdem genommen habe, Sebo. Ich kann dir den aber geben. Warte mal. Nee, behalt ruhig. Hier sind noch viele Bolzen, ne? Könnt ihr collecten, wenn ihr weitergeht. Ja, ich will auch. Junge, wieso zupft der die Armbrust so? Das ist keine scheiß Gitarre. Der soll mich mal raffen. Ich glaube, der findet das ein bisschen zu hier geil. Hier Pfeiler an dem Dude hier. Ich habe nicht einen Armbrustbolzen, kann nicht sein. Hier sind eh viele. Die stecken hier in der Wand, Bro. Habe ich schon eingesammelt, die hab ich nicht. Ich kann sie nicht nachladen. Ihr könnt auch noch, da wo der 3D-Drucker war, ach guck mal, ich kann meine gar nicht einsammeln. Droppen die für euch auf den Boden, wenn ich die so nehme? Jetzt hab ich's. Hier ist noch mal einer. Hab ihn. Ja, dann hat ihr, doch, dann könnt ihr den looten. Hier sind auch noch mehr. Hier auch noch, ja. Ja, wieso haben die sich denn gegenseitig mit den Bolzen abgeschossen? Weil die doof sind. Kann das sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh, hier sind Drucker, Arzt, ganz viele bei mir, 200.
wer Drucker hat. Boah, wie die Geier, ey. Ja, wie hier alles so durch die Gegend fliegt, ne? Wo geht das hier in die Höhle, Alter? In den Untergrund. Okay, Nasenbluten. Und jetzt bzzzt. Einfach instant tot jetzt. Ich glaube, die haben da einen Designfehler gemacht, dass sie das Ding hier gebaut haben. Wenn wir das hier so anschauen. Warum? Er ist unter Wasser. Ich erinnere mich, ne? Ein bisschen an Raft hier alles. Ja, ne? Ich da auch so ein Unterwasserpunkt. Alter. Ja, Raft war auch sehr geil. Oh, dem so einen perfekten Bunker haben wir so gewastet. Alles ist so frustrierend. Wir haben einfach alles gewastet. Ja. Erst links rein, let's go. Hier ist nichts, oder? Ah doch, da geht's weiter. Oh Gott, Sebo hat den Fehler gemacht, der ist einmal untergetaucht, hat jetzt seine Unterwasserflasche die ganze Zeit an. Ich hab die immer an. Ich hab die auch die ganze Zeit an. Keycard, hab sie gefunden. Guck mal auf den Camps, Artefakt Jungs. Guck mal auf den Camps da oben. Oh. Da ist ein bisschen was los, Alter. Geil. Wo ist das? Warte, das sind Menschen. Man sieht den Ausbruch, man sieht den Ausbruch. Die haben sich verwandelt einfach. Die haben sich einfach... Ja, so wie der eine Junge. In der End... Also Forest 1, am Ende. Wo der so rumzappelt. Das verstehe ich instant nicht. Instant verwandelt? Ja, aber instant, das raff ich nicht. Was so, was mit den Klamotten passiert. Ja, ne? Ah, eine Schlüsselkarte habt ihr auch? Ja. Ja. Wow. Von Virginia Puffton habe ich die Schlüsselkarte jetzt. Und jo. Wieder back. Weiter geht's. Habt ihr alles untersucht? Ja. Das ist jetzt schon die fünfte Schlüsselkarte, oder? Und hier können wir eine nutzen. Das war auch hier, die man benutzt hat. Oh, das war hier. Oh, das heißt, sie werden auch hier sein. Pass auf, die leben bestimmt auch. Die sitzen hier rum. Mach denen das nicht ab, die werden gleich aufstehen. Glaube ja, die stehen nicht auf. Nee, glaube ich nicht. Die sehen aus nicht wie Gegner. Ich glaube schon, dass sie aufstehen. Ja. Sind tot. Ich glaube auch, dass die tot sind. Das ist mir zu sass. Nein, Mann, guck mal, allein der hier. Als ob die jetzt nicht aufstehen. Schlag nochmal drauf einfach. Hab ich, passiert nichts. Speckstück collected, wichtig und richtig. Okay. Guck, hier ist auch so ein Rad-Enjoyer. Also ein Bunker, wo ein Baum drinne wächst, ist ja schon extrem geil, oder? Oh, hier Blümchen. Wo? Kleid oder so. Bei mir. Achso, ja. Blümchenkleid. Schrotflintenaufsatz habe ich gefunden. Habt ihr den auch alle gefunden? Nein, wo? Ich hab's nicht gemerkt. Ich will den Schrotflintenaufsatz gerne haben. Ich glaube, wir müssen hier tauchen, Reapers. Also ich werde nach dem Schrotflintenaufsatz gucken. Rauskommen wir ja nicht mehr. Wo habe ich den gefunden? Regal? Ich hab was gefunden und die alle nicht. Ich muss tauchen hier, ne? Sonst kommen wir hier nicht raus. Vielleicht kommen wir dann wieder hoch. Hier beim Wasser. Hier, seht ihr um mich? Hier könnt ihr einfach übers Ding springen, übers Glas. Zu mir. Scheint hier wir wollen erst den Schrotflintenaufsatz. Ja, okay, dann macht schnell. Ich mach die Lampe, den Laser und den Aufsatz jetzt an die Schrotflinte ran. Mann, ich will auch so ein Gestell haben. Warum kann ich das nicht? Ja, weil Max das findet und dann keine Calls macht. Ja, richtig. Ich hab es nicht gefunden, ich hab's nicht gecheckt. Hier ist es bei mir. Wenn ihr es irgendwie zu mir schafft, dann ist hier der Schrotflintenaufsatz. Wir kommen da nicht mehr raus, leider. Ach du Scheiße. War er in dem Raum? Ja, oder in dem noch Raum. Weiter zurück, okay. Bei mir halt. Einmal zurückschwimmen. Da dieser. Ich hab den Laser an meiner Shotgun, wie geil. Den scheiß Laser. Ah, rechts im. Bei den Camps war das. Bei den Camps, wow, genau. Okay. Ich hoffe nur, dass wir eigentlich irgendwie zurückkommen. Ich will gar nicht weitergehen. Ich glaube aber nicht, dass es hier zurückgeht, Reapers, wenn ich ehrlich bin. Ja. Sieht eher nach weitergehen aus, oder? Du sollst einfach mal ein bisschen mehr Zeit lassen, Alter. Ich schwöre, ich hab dauerhaft Shift gedrückt, während wir durch diese Höhlen durchgehen. Ja, das hat ja. Wir haben ja nicht Shift gedrückt, sondern wir haben da die Ecken untersucht, ne? Ja. Keine Ahnung, wenn da eine Glasscheibe kaputt ist, dann springe ich dahinter, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Ja, stimmt. So, da gehe ich da nicht davon aus, dass ich da in ein Wasserbecken falle, wo ich nicht mehr rauskomme. Boah, die Shotgun mit dem Laser ist ja so geil.
Saugen. Okay, spring rein. Saugen? Gut. Seid ihr alle reingesprungen schon? Ja, ich bin jetzt auch reingesprungen. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Es ist alles so dunkel. Denke ich schon Sebo hinterher. Hier können wir nochmal saugen. Ja, wir können ja zur Not nochmal gleich reingehen, Reapers. Dann holen wir uns das von der Schrotflinte. Safe der Ausgang. Meine Batterien sind leer. Oh oh. Macht er von selbst sogar. Ich hab keine Batterien mehr. Oh. Deswegen benutze ich die nie. Bin mich erschrocken, Scheißkerl. Boah, sieht das OP aus, Alter. Eine Shotgun mit Laser. Saugen? Gleich. Wo? Hier. Okay. Ich kann nicht. Ja, doch, jetzt. Oh Gott, wie knapp. Kannst nicht mehr tragen. Dann liegt das hier hoffentlich irgendwo auf dem Boden, ich kann es nehmen. Digga, die Höhlen sind so riesig. Ja, aber die ersten Teile waren teilweise noch größer. Also oder genauso groß. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das größer hier ist als eine. Oder? Nee, auf keinen Fall. Na, wir sind draußen. Ja, lass schon mal schnell reinbrennen. Kevin. Ja. Wir gehen zurück zur Base, oder? Krass, dass man dann einfach hier dann wieder rauskommt, oder? Ach, wir müssen wieder neben unserer Base. Da müssen wir doch wieder rein, ne? Ja. Ich würde mich zurück zur Base machen. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen Richtung Base Reapers und dann... Ja. Ach nee, warte, hier, wir müssen dahin. Da. Hä, so weit sind wir jetzt gelaufen? Ist das Kelvin? Ja, anscheinend sind wir unterirdisch so weit gelaufen. Kelvin ist hier. Einfach immer irgendwo. Was haben wir jetzt zusammengefasst? Alles Wichtiges in der Höhle bekommen: Armbrust, Keycard und den Aufsatz. Genau. Mhm. Also rein theoretisch könnten wir jetzt nochmal die andere Höhle zurück und da checken, aber... Die Kika war für denselben Raum da, wo dieser Versammlungsraum... Ja, 100%. Das war eine gelbe Kika, die ich da benutzt habe. Aber kann auch sein, dass man die mehrmals benutzen kann, I don't know. Geil. Ich weiß es nicht. So geil, wenn man jedes Mal zurück zu uns zur Lichtung kommt. Mhm. Ich hätte gar keinen Bock, das anzugreifen, wenn ich so ein Mutant wäre. Nee, ne? Naja, die haben aber auch ein Labor auseinandergenommen, also. Ja, stimmt. Die haben bestimmt bessere Sicherheitsmaßnahmen als wir. Die sind da gespawnt in dem Labor. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Auch wieder, hat er recht. Invaded. Von innen heraus. Okay, dann mache ich jetzt auch schnell die letzten Sachen fertig und dann bin ich fertig mit der Base. Glaube ich nicht. Doch. Winter fängt jetzt bald auch an, stimmt. Das ist immer geil. Wollen wir mal probieren, dass wir ein Ding offen lassen und da ganz viele Fallen hinmachen? Können wir machen. Können wir auch machen. Wir können ja so einen schmalen Gang machen. Romatra, wollen wir das machen? Weiß nicht, ob das klappt, Bro. Ich sag, das klappt. Das Problem ist, dass unsere Wand halt so gigantisch ist. Guck mal, nehmen wir an. Ja, da nicht, aber die kommen auch hier ganz oft bei uns, so zwischen uns, sag ich mal. Ja. Da machen wir zwei frei, machen einen langen Gang und machen da ganz viele Fallen hin. Hier jetzt? Quasi, wo ich stehe? Genau da, ja, genau da. Ja, okay, komm, scheiß drauf, machen wir. Da machen wir dann einfach einen langen Gang. Ja, mach das mal eben. Ja, das machen wir, ihr könnt dann so lange weiterbauen. Ich hole Baumstämme, ja? Ja, ich weiß nicht genau, wie machen wir den langen Gang? Das ist jetzt die Frage. Nach außen oder nach innen?
Nach innen ist besser, dann kommen mehr ran, ne? Bin mir nicht sicher. Willst du denn mit den Baumstämmen machen, den langen Gang? Ja, quasi? Genau. Hier hin. Achso, ja, okay. Hin. Ja, ja, check ich, check ich. Bei okay. Dir auch. So, ich würde ja sagen, jetzt so, wie viel machen wir? Ich hol Baumstämme, okay? Okay. Und dann machen wir überall Fallen rein. Du, ich schick dir. Genau, da machen wir ganz. Aber das Problem ist, eine Falle kostet ein Seil. Oh, ich habe noch ein paar Seile tatsächlich. Ich auch, ich habe auch noch ein paar eingelagert, da können wir endlich mal benutzen. Ich habe 10 Seile noch. So, ich nehme jetzt die Kettensäge. Die hat. Benutzt die Akku? Ja. So, du kannst ja einmal leer machen. Wie sind denn die Fallen? Was gibt's denn alles für Fallen? Es gibt nur eine Falle für Menschenabwehr. Klatschfalle, meinst du die? Ja, ja. Oder die Knochenmacherfalle? Ich glaube, die Fliegenklatsche. Die Knochenmacherfalle braucht aber mehr, ne? Knochenmacherfalle? Die kenne ich gar nicht. Okay, bei meiner Zipline kommen jetzt die ersten Baumstämme. Was zum Fick ist eine Knochenmacherfalle? Hat hier in der Mitte das Schrotflintending? Wo sind die Baumstämme hin? Keine Ahnung, vielleicht habe ich sogar schon. Wie ist denn das? Ich weiß nicht mehr, was das war. Was war denn das für ein Schrotflinten-Aufsatz, Jungs? Hallo, hallo, hallo. In einem der Regale. In einem der Regale, genau. Wieder eine Schiene. In diesem Raum hier oder wo? Chat, wo war das? In dem Raum, wo die Karte war. Kurz, genau. Kurz davor, wo ihr dann reingefallen seid. Einfach da links diese Abzweigung. Bei den Camps. Bei den Camps? Da haben wir was übersehen, als ob. So, du kleiner fauler Sack. Ich muss dir sagen, dass er fischen soll. Hier die ganzen Regale haben anscheinend gar nichts. Hier, G. Omatra, verarbeitest du die Holzstämme alle? Ja, mach ich. Sehr gut. Oh, hier ist es. Oh! Riesenoger! What the fuck? Was war immer neben mir? Block ihn in die Falle. Komm zu uns und guck, ob er in die Falle läuft. Das ist ein Raid. Das sind 6 Stück. Hast du viele Fallen? Wie viele Fallen sind da? Ich hab noch keine einzige Falle platziert. Ich komm zurück. Mann, genau ausgerechnet jetzt. Man kriegt ein Vogelhaus nicht mehr ab. Doch. Kommen die? Und jetzt? Guck mal. Aber wir können selber hier auch nicht durchgehen, ne? Nee, die chillen da. Die bewachen den Wald jetzt. Wie dumm sind die denn? Wir könnten die kurz abschießen gehen mit deiner Laserschrotflinte. Ich muss einmal ganz kurz gucken, was die Falle braucht, okay? Wieso macht er das nicht? Wieso holt er nicht Fische? Ich sag ihm, er soll Knochenmacherfalle? Oh, diese Scheißschiene leider auch noch. Also die Fliegenklatschfalle funktioniert, das weiß ich. Aber guck mal, die Knochenmacher braucht er nicht mehr. Naja, was heißt nicht mehr? Aber die Schiene, wisst ihr noch, wo die. Die war nicht bei der Boje. Die war da safe nicht. War die da vorm Strand oder sowas? Die braucht sogar weniger, die Knochenmacherfalle, also weniger Perfekt. Stöcke. Was? Die Schiene? Die ist in dem Regal drin, doch. Nein. Die Schiene für die Pistole damals. Die ist bei der Boje. Die ist nicht bei der Boje. War die davor? Also ich weiß, dass die Fliegenklatsche funktioniert. Dann muss sie davor am Strand. Die habe ich. Also als ich mir die Pistole geholt habe, habe ich auch das Ding. Geht los, Romatra. Er ist genau durchgelaufen. Oh mein, er ist tatsächlich genau durchgelaufen. Warte mal, lass mich mal. Ich muss sie mit der Shotgun einmal gucken. Guck mal mit der Shotgun rein. Hast du mit der Shotgun schon geschaut? Ne, ich muss gucken. Ey, er macht dein Haus kaputt. Ich kann sie nicht auswählen. Oh, scheiße, der haut so doll auf den Kopf. Ich guck mal ganz kurz, chill mal. Ja, mach mal. Oh, klappt. Ja, funktioniert wunderbar. Funktioniert wunderbar, wirklich. Besser kann es nicht funktionieren. Der Kopf ist einfach sofort abgefallen, perfekt. Oh,
Mach mal die Fliegenklatsche. Ich weiß, wie ich weiß, dass die klappt. Mach mal Fliegenklatsche. Und die macht doch Damage, die Fliegenklatsche, oder was? Ja, ja, die hat einen getötet. Ja. Ja, okay, dann mach ich sie. Das ist, glaube ich, glaub ganz ich, viele. Ach so. Ja, wir sollten mal mindestens. Oh, ja, das ist geil. Die können nur durch die Fliegenklatsche durchlaufen. In welche Richtung geht What die denn? What the fuck? Weißt du, in neue Gegner, die haben Rüstung und alles. Ich weiß nicht, in welche Richtung die Fliegenklatsche hochschnellt. Weißt du das? Also, wie rum muss ich die platzieren? Wir haben so ein geiles Dorf, Alter. Aber ist eigentlich egal, wie rum ich die platziere, ne? Nee, ist nicht. Was geht ab, yo? Ich kann die Fische, wenn ich die drop, nicht mehr aufheben. Nee, manchmal geht das nicht. Ja, das klappt nach vorne, Romatra, zeig mal. Ja, ja, aber wenn die drüber laufen, also wenn die reinlaufen, werden die eh gefickt. Ja, nee, aber schon geiler in die Richtung, wo sie kommen. Ja, aber wie rum muss ich das jetzt machen? Ja, es ist falsch rum. Ach du Scheiße, das ist doch genau nervig, oder? Das ist doch genau das. Kann man noch X drücken? Ja, kann man. Geil. Das ist genau das, was hätte nicht passieren dürfen. Das ist doch giga beschissen, oder? Aber warte, wie rum ist richtig rum? Scheiße, komm doch mal her. Da, wo die Steine sind, da geht das Holz hin. Oh, wir müssen gleich schlafen, ne? Da geht in die Richtung geht, klappt das Ding hoch. Aber ich würde hier ganz viele sowieso hinklatschen. Und da ich auf Toilette muss, tue ich mich schon mal hinstellen und schlafen. Oder passen das? Ich glaube, da passen halt zwei nebeneinander in den Gang. Ich würde einfach den Gang lang machen, weißt du, was ich meine? Dass die so lang laufen, dann klatsch, 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 klatsch. Ja. Oder? Und an den Eingang können wir ja auch ein paar platzieren. Ja, das finde ich gut. Dann machen wir den langen Gang länger. Dann baust du die jetzt und ich finde dir. Aber müssen wir schlafen? Ach ja. Ja, wir müssen den Gang länger machen, noch ein bisschen, ne? Ja, ja, viel länger. Vielleicht hätten wir auch früher anfangen sollen mit, oder? Das ist ja auch übertrieben asozial. Und am Ende vom Gang machen wir zu mit einer Mauer und da machen wir nochmal überall so spitze Pfeile. Weißt du, was ich meine? Ah, ne, machen wir nicht zu, weil die sollen ja durchlaufen, ne? Aua. Macht ihr Schaden? Weiß ich nicht. Soll ich mal probieren, nochmal reinlaufen? Nein, das macht uns keinen Schaden. Das Ding ist geil. Ja, wir müssen lass schnell Stöcker holen. Ja, ja, wir brauchen viele Stöcker. Wenn die schlau sind, springen die drüber. Auf keinen Fall. Die laufen da so rein. Glaubst du gar nicht. So, speichern. Schlafen. 3 von 5. Ja, ich bin gerade auf dem Rückweg. Oder den Gang einen breiter, dann passen da 2 hin. Ne, ich find's so besser. Das Bett sieht echt scheiße aus. Ja! Oh ja! Was denn du jetzt? Ja, dehnen und strecken. Ich hol mir Koffein. Ja! Okay. Gesundheit. Oh, die Gesundheit, ne? Macht nicht so wild. Hast du wieder falsch schon gemacht? Nee, Max meinte, da wo die Steine sind, schnell die hin. Dann muss das richtig sein. Ja, das ist so richtig. Ja, gar nicht. Warum schläft hier noch jemand nicht? Oder haben wir schon? Sebo ist gar nicht zu Hause. Ja, okay. Ist bad, oder? Da muss er sich ein Zelt mitnehmen, oder? Jetzt. Irgendjemand pennt jetzt nicht. Wie geht denn nachts los? Ja, irgendjemand pennt jetzt nicht. Immer noch fehlt einer. Achso. Das bin ich gewesen dann. Ich hab gedacht, Sebo ist irgendwie ganz woanders. Okay, Romata, los. Plan umsetzen. Ja, muss ein bisschen was essen erstmal. Scheiße, sonst ist Plan auch schwieriger umzusetzen. Weißt du selber. Holt Calvin noch Fische die ganze Zeit? Das hat am Anfang besser geklappt, ne? Nein, nein, guck mal hier, wo ich stehe. Der legt jetzt halt hier in der Mitte ab. Also für uns besser jetzt sogar. Wo denn, zeig mal. Wie, wo denn? Guck halt. Hier. Da, wo, genau da, wo ich stehe. Unter mir. Unter mir liegen Haufen Fische. Genau hier, wo wir hier die Fallen bauen. Ja, weiß ich nicht. Ändern, sofort ändern, sofort ändern. Ich kann das nicht ändern. Ich weiß nicht, wie man das ändert. Muss man anders machen dann. Du warst das, ne? Was war ich? Du hast ihm gesagt, er soll Fische holen. Ja. Ich weiß aber nicht, wie ich ihn woanders hinschicke. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätten wir jetzt gar keine Fische. Nein. Was wäre dir lieber gewesen? Gar keine Fische oder Fische an dem Scheißspot?
Kann man da durchlaufen durch die Falle, ohne dass sie einen hindert? Ja, kann man. Ja, wir müssen irgendwie Hölzer ranholen. Ich weiß nicht, wie man am effektivsten Hölzer farmt, tatsächlich. Hölzer oder Stöcke? Stöcke. Uns fehlen massiv Stöcke für diese, für die Umsetzung des Plans. Muss jedes Mal halbe Weltreise machen. So. Jetzt wieder bauen oder was ist angesagt? Hm? Ja. Wir bräuchten noch einen, der uns beim Bauen hilft, ein bisschen. Wie denn? Ja. Muss ich dir helfen? Abrufen? Wobei soll ich helfen beim Bauen? Wir bauen ganz viele Fallen. Ich würde als nächstes erstmal die Wand bei Repatienten weiterziehen wollen. Oder so. Damit okay, die auch bald das. Mal hier komplett dicht ist. Woran liegt das, mein Jutzer? Was ist es? Wie kriege ich so eine Standfackel an? Gar nicht. Gute Frage. Weiß ich auch nicht. Richtig. Jetzt geht's einfach. Wie viele Stöcke kann man transportieren maximal? 18. 18 ist die wahre Antwort? Das ist meine Antwort. Oh, ich muss essen und trinken gleich. Ich bin geschlafen. Oh mein Gott, ich hab's, glaube ich. Kommen alle Holzstämme an, Romatra? Ja. Geht nicht. Die Fackel ist einfach verbuggt. Meine Trinkflasche ist leer, jetzt muss ich Energy hauen. Scheiß drauf. Ja, es kommen viele an. Ich weiß noch nicht, wie lange wir den Gang machen wollen. Tatsächlich, weil der sieht gleich richtig scheiße aus bei uns. Ist gut. Wenn die echt da durchlaufen, alle sterben, ist ein Traum. Wäre ein Traum, aber ich weiß nicht, wie viele Leute das umbringt. Aber wenn das schon die Hälfte der, ja. der von den ausmerzt, ist ja schon krass. Wenn jedes Mal nur ein halber Raid bei uns ankommt. Er schießt da rum. Die kommen so voran. Oh ja. Das müsste jetzt aber reichen, Romatra. Jetzt kommen nochmal zwei, oder? Reicht das? Nee, gar nicht. Mehr Holz? Ja, viel mehr. Krass. Aber jetzt, ich glaube jetzt, aber das, dann lernst du die Macht der Mauer zu schätzen, glaube ich jetzt mal. Ja, G. Was hindert den jetzt davon, dass ich den abnehme? Holt der Kollege hier gerade irgendwas anderes ran? Nee, der holt Fische ran, aber der liegt ja bei mir gerade ab. Weil ich okay. Also du kannst hier kurz herkommen und die Fische holen, wenn du willst. Ohne den Typen wäre echt Stress, ne? GTM, leg den Typen mal um, dass er wieder die Sachen ans Ufer bringt und nicht... Ja, das ist Falle doof. Ich weiß nicht, wie man das umlegt. Matra weiß nicht, wie das geht. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das umlegt. Ihr müsst einstellen, dass er euch folgt. Und dann müsst ihr in die Aufgabe da neu geben, wo ihr wollt. Wo ihr da hingelaufen seid. Und ihr folgt euch halt total. So, wieso sagst du mir das nicht einfach? Hätte ich es auch machen können. Und wenn du es weißt, wieso machst du es nicht selber kurz, ey? Weil ich Holz geholt habe. Das ist so fantastisch. So, er sitzt gerade da und chillt bei dir, Romatra. Ne, jetzt ist er wieder los, ne? Ja, der macht doch mal eine Pause. Na, er soll Fische ranholen, keine Pause machen. Ja, man ist ja dumm. Fehlt eins. Geil, hab ich eine geile Bude. Hab ich eine geile Bude.
Hunger, oh Gott. Okay, die Stöcker fallen auseinander, super Ding. Aua. Wo ist mein Holz? So, also ich weiß, kannst du mal kurz zurückkommen und dir anschauen, ich weiß nicht, wie lange wir den Weg noch machen wollen. Wie viele Fallen willst du ineinander schalten in dem Weg? Sag mal kurz. So ist, glaube ich, gut, dass wir kommen. Dann kannst du zurückkommen. Oder bring Stöcker mit direkt, bevor du zurückkommst. Mach ich, bin schon am Sammeln. Oh. Und Stock voll. Warte, voll. Oh, passt, glaube ich, oder? Zack. Aua. Er fällt mich nicht, wenn die Falle hochgeht. Gut sortiert. Ich habe das Gefühl, man wird auch mal schneller auf der Zipline, oder? Die baut richtig Geschwindigkeit auf. Ja. Aua. Warte, jetzt noch ein Zack hier. Wo ist das Ding? Die sind die krassesten für Stöcke, Romatra. Diese dunkelroten hier. Ja, da kommen direkt 20 Stück raus. Da kommen direkt 5 Dinger raus, dann ist vorbei. Aber von denen sind nicht mehr so viele da. Wo ist das? Oder? Das ist richtig. Hier nicht, ne? Ne. Bin ich am Abschmatzen. Das ist so gut, ne? Ich bin beim nächsten Raid mal sehr gespannt. Ja. Geil. So, sag mal. Zack. Hey, wir sind fertig. Das ging ja schnell zu zweit. Wir müssen die aufziehen, aber von hinten, ne? Ja, mach du das. Was ist jetzt? Hä? Was ist das? Hä? Hier ist eine Leiche, hier ist irgendwas reingefallen. Oh, da ist ein Eichhörnchen reingelaufen, die Falle. Eichhörnchen reingelaufen. Dumm. Cool. Eine müssen wir noch dahinter. Ja, eine geht noch. Ich habe auch gerade gedacht. Machst du? Okay. Mach du. Okay, dann mach ich. Ey, da ist wieder was reingelaufen. Hä, das wird die ganze Zeit aktiviert? Wie dumm. Wir können hier am Ende sogar nochmal zwei hinpacken. Ja, hat eine Scheißfalle gebaut. Warum? Wenn er die ganze Zeit reinläuft. Ist doch eine gute Falle, oder? Warte. Aber wenn die Tiere dann auslösen, bevor die Monster reingehen, beziehungsweise die Mutanten. Muss dann Monster aufpassen, fand ich, ne? Geil. Warte mal. Ich hab 8 Stöcke. Hast du noch 8 Stöcke? Ja, aber ich wollte eigentlich 2 Planeten platzieren, aber du hast dann das... Ich nehme mal noch mal ein bisschen Holz weg. Mach das hier ein bisschen offener, weil dann können wir da vielleicht 2 daneben platzieren. Wäre am Ende vielleicht noch mal krass, wenn da noch 2 sind, weißt du, was ich meine? Das geht. Es ist halt wieder einer ausgelöst. Ich glaube, da läuft ständig irgendein Tierchen rein oder so. Oh ja, guck mal. Das ist es. Hier fehlt noch ein Seil, ich habe keine Seile mehr. Ich habe, glaube ich, noch eins, warte mal. Oh, das ist doch geil, oder? Ich finde das auch sehr geil. Haha! Hast du die Geräusche gehört, wenn es gebaut wird? Ist ultra gut. Ich sammle mal den ganzen Scheiß an, der hier noch rumliegt. Ich glaube, da sind immer wieder welche. Aua. Und die macht Damage? Soll ich mal einen Raid kassieren? Hol Fisch und lass fallen. Was ist jetzt woanders? Ja, hier am Ufer. Ey, irgendwas. Da ist schon wieder ein totes Kaninchen oder ein totes Tier, das ist doof. Als ob die so viel Sachen einsammeln, hä?
Leute, ihr dürft nicht durch die Fallen-Dings laufen, ist logisch. Wir haben hier direkt eine Zipline, damit könnt ihr das auch machen. Okay. Wie das ausgelöst? Jetzt schon wieder ein Kaninchen, ich hab schon wieder rohes Fleisch. Ich hab hier einen Bug im Game gefunden, hier kommt unendlich, unendlich Fleisch, Leute. Ja. Unendlich rohes Fleisch. Das ist doch für die Monster. So, Romatra, wir müssen dir auch noch einen Wachturm bauen und den auch noch mit Zipline verbinden, ist ja logisch, ne? Ja, ich will aber kurz mein Haus ein bisschen aufpimpen. Gib mir eine Sekunde, mein Haus aufzupimpen. Aber ja, wir müssen noch einen zweiten Wachturm bauen, das ist klar. Wie baut man Türen, Alter? Ich hab keine Türen anspitzen. Entdeckt. Stimmt, nicht, dass die hier rüberklettern. Einmal anspitzen, oh, Mord. Yeah, jeder macht eine Seite. Seilbrücke, Feuerholz, Zelt. Wie macht man Türen, Jungs? Wie geht das? Selber bauen. So alles hoch, also reinschlagen. Wie eine Fenster. Wie ein Fenster, nur komplett. Und genau, dann das Ganze also automatisch, wenn du Baumstämme hast, macht er das automatisch. Also brauchst du eine Reihe von Baumstämmen, die gestapelt sind. Und daraus, ja, machst du dann eine Tür. Ja. Safe? Da schlägst du das Loch rein, dann brauchst du nur Baumstämme in der Hand und dann musst du dich da vorstellen, dann macht er automatisch eine Tür, dann steht das da schon. Ist jemand von euch hier? Ey, was? Was? Wow. Was ist los? Ja, das war geisteskrank erklärt, da kam nichts anderes. Ja, aber ich will kein Holz wasten. Was, wenn ich das jetzt falsch mache? Du nimmst eine komplette Holzwand. Und schlägst dann wie ein Fenster rein, nur durch die komplette Länge. Und dann nimmst du zwei Baumstämme in die Hand, stellst dich davor und dann macht er automatisch eine Tür draus. Warum hat Romatra aber keine. Warum hast du keine Tür hier? Du hast jetzt hier eingeschlagen? Ach so, ja, weil die kaputt gegangen ist. Ich kann sie demonstrieren bei mir. Okay. Warte. Das ist keine Tür da, also die hast du dann auch aus Half-Steps gemacht. Was machst du denn? Ja, klau mir einen Baumstamm. Boah, das war die Regel. Das okay, einnehmen, aber dann musst du mir versprechen, nie wieder. Ich bin zurückgelegt, ich nehme hier die halben Baumstämme, die hier rumliegen. So. Das geht auch? Weiß eh nicht, warum die hier rumliegen, die nehme ich einfach, okay? Baut eine Tierfalle davor, ich habe das Gefühl, die spawnen da einfach. So. Das ist dann einfach eine Tür. Das ist einfach eine Tür, ja. Viel Spaß. Oh Mann! Ich hab's dir kompliziert davor gestellt. Hey, wo war das denn jetzt? Digga, das ist ein riesen Baum. Selbst zu warm. Hier. Nee. Hier. Unsere Base ist ganz schön krank, ne? Ja, die ist heftig, ja, geil. Ach stopp, wir wollten Schneegebiet-Abenteuer machen. Hey, yo, wow. Oder? Schau mal einen Round. Schau mal einen Round, Max. Nein, geht wohl nicht. Muss schon zumachen. Schade. Also ich bin jetzt gleich fertig. Ich hab meine Base fertig. Glaube ich dir nicht. Doch. Was, wenn ich dir nicht glauben will? Was ist das denn? Was ist was? Okay. Ja, bei mir backt sich Holz einfach durch. Spiel sagt, nee, das meine ist okay. Mauer, stimmt. Stimmt. Kann man noch irgendwas Geiles machen? Ich glaube, wir müssten jetzt mal so alle so ein bisschen erkunden gehen und vielleicht, ich denke, die Blueprints werden wir nicht auf dem Weg zur Story-Mission finden. Gibt es hundertprozentig Blueprints? Nein. Also doch, es gibt hundertprozentig Blueprints. Irgendwo wird es Blueprints zu finden geben. Wäre ja sonst Giga-Trash, wenn es gar keine Blueprints zu finden gäbe. Oder?
Sollten wir nicht mit 100% rechnen, Romatra? Denkst du nicht? Denkst du, die haben das Geld? Ja, die haben ja extra gesagt, die haben das Spiel extra in Early Access verpasst, weil die noch Sachen hinzufügen wollen, die noch fehlen und mit der Community alles anpassen. Ja, dann können wir eigentlich von mir aus die Story weiterspielen jetzt. Machen wir kurz Pipi-Pause? Ja, ne? Danke. In-game ja, in real life nein. Okay, dann nicht. Schatz, bringst du mir eine Flasche? Alter Sack. Der wird so eine Flasche scheißen. Okay, nur noch das eben. Ah ne, das schaffe ich gar nicht. Denkt dran, es wird Winter, ne? Habt ihr eure Öfen schon platziert? Öfen? Gibt's denn Öfen? Nee, das habe ich einfach so gesagt, dass ihr schon mal warm zu Hause habt. Also ich hätte mir jetzt Ofen platziert, wenn ich den vergessen hätte zu bauen. Schwach. Wieso haben wir so eine geile Base? Es ist einfach geil hier zu sein an der Base, weil sie so geil ist. Das gibt's doch nicht. Wir haben auch so viel Wald weggemacht, dadurch haben wir ultra viel Sicht, wenn wir den Raid kassieren. Ja. Wir brauchen noch 26 Blöcke. Was so ein Half-Step, Alter. Romatra, siehst du das auch so? Was denn? Das ist sauber. Dass das Gute ist, dass wir den Wald... Ja, inzwischen ist mir egal, ist der Wald halt weg. Winkeln. Romatra passt sich der Situation an. Jeder einzelne Baumstamm, den ihr in einem Baum, in einem Haus seht, oder als Pfahl, oder als Turm, oder gelagert, oder als Dach, haben wir hier rangeschafft. Und man kann immer nur zwei tragen. Das ist ja so satisfying. Sebuats ist der Bauer auf der Insel. Reapers baut eine riesen Villa. G-Time ein Baumhaus, wir haben einen geilen, eine komplette Palisade, einen Wald rumrum, einen Wachturm, Romatra hat eine Seevilla. Das ist schon ziemlich befriedigend. Ich bin unendlich gebrochen. Warum? Das, also wenn ich euch das zeige, dann passt ihr das Spiel. Es ist unendlich unsatisfying. Wahnsinn. Heilige Scheiße. Ich brauche eine Teamversammlung hier und Lösungsvorschläge. Ich brauche das Team. Team Trimax. Das brauche ich hier. Team Trimax brauchst du? Warte, ich bin aber eigentlich gerade übel am Bauen. Ich brauche Team Trimax hier. Dass da eine Lösung für gibt, sonst hasse ich alles. Gott. Was mache ich denn jetzt? Zeig mal. Wie weit sind wir? Na, so schlimm kann es nicht sein. Und sehr schlimm. Na? Willst du sehen? Ja. Okay, ich komme. Nach vorne. Ja, ist doch schon ultra geil. Siehst du diese Fensterdinger hier? Ja. Wie kriege ich die zu? Gar nicht. Oder mit einem halben mal probiert? Ja. Mach mal einen halben rein. Nimm mal einen halben, pack den mal rein. Ein Viertel mal probiert? Ja, mach mal ein Viertel, pack mal rein. Nein, lass, nein! Oh Gott, hier liegt noch überall ein Viertel rum. Warum halbierst du den nochmal? Musste ich. Oh nein. Jetzt habe ich auch noch eine Idee. Verunstaltet er gerade dein ganzes Haus? Na warte, Max. Hier sind überall Kleintierleichen. Überall. Unsere Fallen farmen uns Essen ohne Ende. Boah, ist hässlich. Hau rein. Reapers hat einen Konstruktionsfehler. Oh nein. Ein extremen? Doch nicht mein Design. Ja. Mann, ne? Bitte einsprechen. Also es wird halt nicht heiß im Winter. Was ist der Konstruktionsfehler hier? Es ist kein Haus, es ist eher ein Pavillon, so ein bisschen.
Alter, ich hab weil hier überall Haus diese Löcher rechts drinne sind. Hä? Weil hier ja überall diese Löcher sind, kann man ja da keine. Wie kriege ich die hier ausgehöhlt? Ach du Scheiße. Hey, kannst du da nicht einen Baumstamm dann so reinstellen an der einen Stelle da? Guck mal, ich kann ganze Baumstämme reinstellen, aber guck mal, wie das dann aussieht. Du kannst wirklich alles reinstellen. Ja, aber der hängt dann bestimmt raus oder so. Ja, der glitscht sich einfach komplett raus, Alter. Hier, ich zeig mal. Ah, probierst du gerade zuzumachen vorne und hinten? Yeah, ja, ja, das hab ich bei mir auch nicht. Sozusagen. Krieg ich auch nicht hin. Geht bei mir auch guck nicht. Guck hier, zack, und dann kann ich so machen. Und dann ragt es einfach. Boah, raus. Aber kannst du die nicht so ein bisschen abhauen jetzt, wenn die so sind? Nee, nee. Dann wird immer ein Stück überbleiben und dann entsteht noch größeres Loch. Es gibt ja Half Steps und dann noch Viertel Steps. Die gibt es. Hier, die liegen ja überall rum. Ja, sieht ein bisschen. Das ist doch schlecht gelöst vom Game auch, oder? Ja, ist es. Ja, ja, das kommt noch ein Update, safe. Mein Chat sagt anspitzen. Ich will den allen einzeln. So, die anspitzen. Ich bin so sauer. Ja, spitz sie doch einfach mal an. Spitz sie jetzt an. Spitz sie einfach mal an. Ja. Ich kann eine Million Half-Steps anspitzen. Kleine Scheiß-Eichhörnchen. Laufen da alle rein? Nein, es ist schon wieder reingelaufen. Ja, die laufen dauerhaft da rein. Ich weiß. No, schon wieder instant. Wo kommen die ganzen Eichhörnchen her? Das ist gegen Mutanten. Ich hab die gerade dreimal runtergemacht. Dann kommt von irgendwo ein Eichhörnchen aus dem Rad und springt rein und stirbt. Ey, aber es funktioniert schon. Hier sind überall Eichhörnchenleichen, ne? Überall. Aber sei doch froh, dann weißt du, dass die Falle auf jeden Fall funktioniert. Das stimmt. Das ist echt, ohne Witz, ich sag, das ist der Grundbaustein der besten Essence-Falle, die es in Forest gibt. Ja. Daraus wird die beste, irgendjemand wird so eine Wand machen mit einem Loch drin und da drinnen dann solche Fallen, um Eichhörnchen zu jagen. Ich sag, das ist die beste Essence-Methode. Wir haben hier gerade 20 rohes Fleisch in 5 Minuten bekommen und wollten das gar nicht. Shit-Take habe ich. Es gibt keinen Dreiviertel. Kutsch, wie das nächste? Lauf nicht rein, ne? Das Dreiviertel Steps? Ich, Slaps? Nein. Dreiviertel was? Slaps, gibt's die? Was meinst du mit Slaps? Also, was naja, Dreiviertel-Dinger gibt's ja. Ein Holzbalken, der Dreiviertel ist. Das gibt's ja. Aber. Es gibt Dreiviertel. Das hab ich auch schon probiert. Das guckt trotzdem raus das an der Seite. Nicht, ne? Ja, halt das doch die Fresse, Mann. Was ist denn deren Problem? Der raus. Das ist gegen die scheiß Mutanten. Ich halte jetzt Wache, dass hier kein Eichhörnchen reinläuft. Es guckt trotzdem okay aus der Seite raus, Romat hat recht. Ist das der Vollbruch? Ja, ich hab's mir auch, also bei mir ist auch offen. Und ich glaube, bei Sebo jetzt ist auch offen. Ja, er offen. Bei mir ist zu. Ja, weil du einfach eine Blockhütte hast. Bei dir ist ein NRW zu. Ja, aber guck mal, wie sein Haus aussieht. Dann weißt du, warum da zu ist. Minecraft. Nee, nicht Minecraft. Du kannst nicht Rust. Minecraft sagen. Sieht aus wie Rust. Du kannst nicht einfach Minecraft sagen. Was ist das denn? Das ist sieht aus wie Minecraft-Haus. Das sieht hier nicht. Wow, ganz kranker Scheißgegner! Oh. Das ist der lange Wichser, der. Hol die Shotgun raus, Bro. Hast du jetzt gerade echt raus so doll geschrien? Das kann nicht sein. Das ist der lange, das ist der lange. Die hab ich doch gar nicht gekämpft. Shotgun rausholen. Kopf wegschießen. Das Ding hat 2 Köpfe. Einen habe ich getroffen. Aber irgendwie hat's nicht gereicht. Check dir nicht, Chat. Check dir nicht. Schade. Ist der eklig. Schade, dass ihr es nicht verstanden habt. Wahnsinn. Wahnsinnig schade auch einfach. Was macht der in meinem Haus? Oh fuck, zu viel gelacht. Habt ihr Probleme? Ja. Falls euch dazu gehen wird, kommt auf meine Insel. Ey! Der hat Knockback Damage. Ey, ich kann ihn nicht töten. Wieso nicht? Ich hab all meine Shotgun-Schüsse reingeballert gerade. Werden geradet. Raid bei mir. Muss nicht zu, ist NRW. Wir haben ihn geschafft. Okay. Das sieht geil aus. Was? Mein Regal voller Druckerpatronen. Das ist echt ein Raid Bait Reapers. Und das soll der Eingang zur Base sein, oder wie? Der hier nicht, nein. Hier soll man nicht, ich darf man nicht langlaufen. Wir nehmen noch die Ziplines. Aber wenn wir einen Raid von der Richtung kassieren, laufen da alle durch, haben wir schon getestet, sind sie alle tot. Ist das geil, G-Time? Magst du das? Nun, die Fallen, die auch so ein bisschen stückeln, dass so die, dass sie die Arme und Beine je nachdem verlieren, wenn die da reinlaufen. Kann durchaus passieren. Dann ist das geil. Dann würde ich ganz gerne, wenn da mal ein Raid kommt und der noch nicht drin ist, dass ihr mir Bescheid gibt. Dann will ich das sehen.
Junge, der kleine Bastard rennt die ganze Zeit. Will der jetzt uns angreifen oder nicht? Das ist Gaft, Alter. Da ist Wasser, er kommt nicht weiter, er läuft zu Sebo. Hä? Nö, der kommt hier nicht hin. Oh! Also gehen wir jetzt los oder gehe ich jetzt noch weiter Holz sammeln? Holz sammeln. Also ich glaube, losgehen lohnt sich jetzt sowieso nicht, Sebo, weil wir haben jetzt schon gleich wieder so weit, dass wir schlafen gehen können. Aber das ist ja egal eigentlich, oder? Ein bisschen Holz. Bis zur Dunkelheit hole ich noch Holz, dann bin ich gleich vielleicht fertig. Ist mir in den Arsch! Zeig, ich mach Video. Ich würde immer erst nach dem Schlafen losgehen, Rumatra, aus dem Grund, damit du dein Essen, was du dann dabei hast, dich dafür verbrauchst, um dich wieder hochzupushen, weißt du? Ja, das ist ein guter Punkt, den du da machst. Ja, sehr guter Punkt. Boah, die Fallen, Kleintierfallen, das bringt nichts. Die spawnen in den Fallen drin, also das... Ist ganz komisch. Das ist doch genau wie mit den Federn, die spawnen da auch einfach drin. Ja, nein, aber das Tier... spawnt quasi in der Falle drin und dann wird die Falle instant ausgelöst. Aber das liegt daran, weil das nicht hier wegkommt. Es hat so gewisse Laufrichtungen, wo ein Eichhörnchen lang rennt. Und das ist der einzige Weg in diesen unglaublich großen Bereich. Es muss da langlaufen. Okay, das ist kacke. Müsst ihr am besten fixen, ne? Ich hau mir in die Fresse. Ich hau mir einen. Können wir nicht. Ich glaube auch, die Eichhörnchen sind mit den Mutanten verbündet. Die tanken immer ein paar Schüsse von denen. Wenn ich da schon wieder höre, dass die Falle hochstellen, dann könnte ich mir einen selber in die Fresse schlagen. KI, intelligente KI. Vielleicht haben sie die soweit. So intelligent, dass sie Bündnis mit Eichhörnchen eingeht? Ja, also nicht. Intelligente KI, also intelligente künstliche Intelligenz. Nicht gut. Ich sage es, wie es ist, die sind genauso dumm wie in Forest 1. Ich sage es, wie das, wenn wir jetzt schlafen gehen, ist es Winter. Nee, also ganz so dumm sind die nicht. Ich sag, wenn du dein Inventar aufmachst, dann attacken die dich, das ist alles. Das ist das Einzige, was die intelligent macht. Nee, also als wir die heute öfters zum Beispiel mit dem Bogen gekillt haben, haben die angefangen, dann mehr solcher Mützen zu tragen. Echt? Ja. Das stimmt. Genauso hatten wir auch erst gestern, nachdem wir die öfters getötet haben, irgendwann plötzlich diese ganzen Rüstungen und alles an. Rumatra, ich baue dir jetzt deinen Turm. Nein, ich will den Turm doch vielleicht selber bauen. Oder lass ihn wenigstens zusammenbauen oder so. Es ist gleich Nacht, dann gehen wir pennen und dann gehen wir los. Aber ich will oder nicht, dann lass mir jetzt meinen Turm. Ich bin dafür, wir machen jetzt ein bisschen Story gleich. Ja, weil wir brauchen irgendwie Blueprints, dass wir noch geile Sachen machen können. Ich möchte in die Höhle im Schneegebiet. Oh, überleg doch mal kurz, wir haben morgen nur bis 18 Uhr Zeit. Nee, ja, ja, stimmt. Ich hab morgen gar keine Zeit. Ich muss morgen um 11 Uhr wo sein. Das heißt, morgen machen wir gar keine Story? Zur Not könnt ihr auch ohne mich spielen. Das ist halt ein scheiß Timing. Das kann ich aber nicht ändern. Dass mein Team genau da spielt. Ja, das stimmt, Rumatra, so beim Reden. War gar kein Vorwurf an dich, Rumatra. Ich wollte nur fragen, so, ob wir keine Story dann morgen machen. Weil dann würde es ja Sinn machen, heute etwas mehr dafür zu machen, oder nicht? Ja, von mir aus können wir heute die Story durchschlafen. Er ist doch viel zu früh. Was für Schlafen? Was laberst du? Ja, echt. Gott, arbeite. Liege wie? Beweg dich. Du sollst sagen, einmal schlafen, dann ist Winter. Das wollen wir. Ich bin am Schaffen gerade, ich gehe jetzt nicht schlafen. Ich bin voll am Holz schaffeln gerade. Schaffeln? Was? Also ich muss sagen, das Einzige, was mich bei dem Spiel aktuell am meisten enttäuscht, ist so ein bisschen das Bausystem in Form von der Vielfalt. Ich habe echt gedacht, dass sie viel, viel mehr Bauten drinne haben. Also weit mehr als aus dem ersten Teil und das sind weniger. Ja. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, du hast dich mal... Du hast dich Rumatra, der Fette ist da. Lock mal den Fetten zu uns. Aber die sind. Dann mach schnell die Fallen runter. Mach schnell die Fallen runter, alle. Oh, ja. Ich hab hier einen hinter mir. Oh, kommen die jetzt an die Fallen? Also, ich hab einen hinter mir, der jetzt, glaube ich, gleich die Fallen attackt. Das ist halt. Den Soundbug. Der chased mich auch. Jetzt mach ich was, der geht mir auch um. Der springt mich an. Okay, alle unten. Und der zieht gleich schnell weg. Nein, der macht nicht die Fallen. Ja, warte, ich muss ihn erstmal wieder herlocken und jetzt hau ich mit der Zipline ab. Ich hab den Soundbug, wie nervig. Jetzt stell dich hier hin, dass er uns sieht.
Tot. Der hat seinen Kopf verloren. Sein Kopf ist ab. Ich hab's nicht gesehen. Sein Kopf ist ab. Die hat übelst den Kopf abgetrennt, die Falle. No, ich hab's nicht gesehen. Geil. Ich hab's auch nicht gesehen. Das ist richtig geil, dass sie gebaut haben. Das ist witzig. Hab ich gesagt. Ja, wenn der Kopf abgetrennt werden, finde ich das saugeil. Oh mein Gott, ist die Kettensäge geil. Fick dich, Romara, noch mal kurz. Vor allen Dingen dieses stumpfe Geräusch. Und ja, dieses ist einfach so ein lasches Holzding. Es trennt einfach seinen Kopf ab. Warte, ich hol noch mal einen. Ich will, dass es auch sehen. Oh, da ist ein großer. Da war auch der Fette entgegen. Oh, ja, der Fette. Ich hol den Fetten, Komm mal her, du kleiner Sauger. Deine Mutter stinkt. Oh. Ja, deine Mutter. Genau, dich hab ich gemeint. Deine Mom stinkt, Alter. Guck dich mal an. Stefan, du bist so ein Mutant. Oh, kann man da jetzt durchlaufen? Nee, dann löst du die aus. Da darf man niemals langlaufen. Ich zieh durch, jetzt bin ich hier zu hitzig. Mir auch, mir wird das hier zu bunt, sag ich. Kommt er? Ja, er kommt! Bam! Ja, ist er. Der hat viel mehr Leben als die anderen. Der stunt ein bisschen. Der checkt's nicht, der ist stinksauer. Was haben wir denn in der Stadt? Hey! Ich bin eine Steinschleuder oder so. Oh, noch einer? Oh! Der Dicke ist zu krass! Der ist einfach durchgelaufen! Oh. G-Time fliegt erstmal. Nochmal? Ja, der macht uns alle fertig! Der Dicke zählt nicht. Nice, Arm ab. Das ist es. Dann haben wir ihn, wenn was sind das Lederbeutel? Was ist das? Ach, die sind hier! Jetzt hab ich seinen Kopf erwischt. So, ohne den dicken Ogre, normalen Raid, kommt die hier nicht durch. Ja. Der ist zu hoch. Der eine hat den Kopf krass, abgeballert, ja. Der ist zu krass. So, jetzt stelle ich mich aber schon mal ans Bett, weil jetzt gleich wird's dunkel. Gut. Nochmal arbeiten. Wenn's dunkel ist, geh ich schlafen. Nicht vorher. Wir haben. Man kann ein Lagerfeuer im Haus machen, ne? Hab ich Angst vor. Ich aber mach das auch schon immer, die ganze Zeit. Was machst du da, Romatra? Romatra, du musst antworten. Ja? Ach, schlafen wir jetzt sofort schon? Nee, das nein, ich, gar nicht. Du machst du alle Fallen kaputt. Ich mach die mal wieder runter. Ich hab den Kopf gesucht von dem Typen. Ich sammel Köpfe, Leute. Locker hat der einen Riesenkopf, ja, das magst Baum du. Noch. Du kannst nicht mehr Steine tragen, Kacke. Schnell! Ich mach jetzt ein Holzfeuer auf Holz. Oh, das riecht nach Winter. Oh, ist das kalt. Mhm. Wir haben noch keine Klamotten für den Winter, oder? Wir haben einen Anzug gefunden. Ja, aber damit hast du Watscheln an, ein bisschen langsamer. Und das, du Quatsch. Ziehst auch keinen Neopren im Winter an. Also das ist ein Scheiß-Call. Das ist echt ein Scheiß-Call. Pick das war ein Scheiß-Call, aber Reapers ist drauf eingegangen. Ja, naja, ich wollte nett sein, weißt du? Ja, und ich wollte nicht gleich sagen, fick dich, Sebo, das ist saudumm. Ja, okay. Wollte ich nicht sagen. Ja, ist okay. Ja, okay. Gut. Liege. Ist noch nicht ganz dunkel. Geh mit Trimax schlafen. Schlafe mit Trimax. Ich schlafe mit Trimax. Schlaf in Trimax. Trimax macht Platz. Hast du kein Bett? Ich könnte jetzt mal eins machen. Boah, sieht das schön aus. Ich hatte eins, aber dann habe ich gesagt, oh, guck mal, wie warm rüber, aber auch hier ist. Ich guck mal rüber. Zu mir rüber. Da sieht's geil aus. Liege. Liege auch. Weicher. Ich nach Schnee. Und? Nee, schade. Hätte ja sein können.
So, essen und trinken, jetzt sofort. Und dann los, genau. Was, dann schon los? Ja. Ja, okay. Okay, also wir gehen jetzt ins Schneegebiet oben. Ja. Würde ich sagen, die Höhle im Schneegebiet. Wir machen alles. Ey, habt ihr meinen Fischboy entführt, Alter? Ja, die haben den geklaut. Der macht jetzt Fische bei uns. Fischanlaufstelle, der hat nichts mehr gemacht. Haben wir gesagt. Neue Fischanlaufstelle. Nee, zwischenzeitlich war der ganz weit auf dem Festland. Nee. Ganz weit auf dem Festland. Ja, guck mal, wie weit das hier ist, Reapers. Guck mal, da ist nicht mal die Mitte. Lass uns das zur Anzeige bringen. Alter. Der muss hier leider bleiben. Der wurde einfach vernachlässigt von euch und haben wir ihn genommen. Ich bring den gleich einfach um. Ja, wir spielen dann auch wirklich hart, wenn der tot ist. Ja, wenn der tot ist, wird es wirklich schwer. Ja, wir haben unendlich Kaninchen fallen. Das stimmt auch wieder. Ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt auch gar nicht, warum der in-game ist. Ich auch nicht. Weil das sau satisfying ist. Das ist voll OP, hä? Das ist voll der Easy-Mode irgendwie mit dem. Ich bin fertig. Ich auch. Bin auch fertig, wir gehen los. Ich bin auch fertig, können wir losgehen. Okay, ich bin auch fertig, dann... Soll ich losgehen los. Jetzt? Ja, ich kann man sich irgendwie Armbrustbolzen machen? Vielleicht kannst du also, die 3D drucken. Ja, 3D-Drucker. Ich habe 3 GPS-Sender. Ich auch. Ich habe 4. Falls man solo zockt, ist der drin. Okay, das ist dann geil. Ist entspannt. Dann hast du einen Buddy. Spielen wir einfach zu 6. Witzig. Ja, und wir haben einen Farmsklaven. Die ganze Zeit einfach nur. Okay, lass los. Ab ins Schneegebiet, ja? Ab ins Schneegebiet. Ab ins Schneegebiet. Ich gehe ins Schneegebiet.